Das Lebensspiel und seine Regeln von Florence Schien. Gelesen von Harald Bodingbauer und Sigrid Hirsch. Das Spiel. Die meisten Menschen betrachten das Leben als einen Kampf. Aber es ist kein Kampf, sondern ein Spiel. Es ist jedoch ein Spiel, das ohne Kenntnisse der geistigen Gesetze nicht erfolgreich gespielt werden kann, und das Alte und das Neue Testament legen die Regeln des Spiels mit wunderbarer Klarheit dar. Jesus Christus lehrte, dass es ein großartiges Spiel des Gebens und des Nehmens ist. Denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Dies bedeutet, alles, was ein Mensch in Worten oder durch die Tat aussendet, wird zu ihm zurückkehren, er wird empfangen, was er gibt. Gibt er Hass, so wird er Hass empfangen. Gibt er Liebe, so wird er Liebe empfangen. Kritisiert er, so wird er kritisiert. Lügt er, so wird er belogen werden. Betrügt er, so wird er betrogen werden. Es wird uns auch gelehrt, dass die Fähigkeit, uns etwas zu verbildlichen, eine leitende Rolle im Spiel des Lebens einnimmt. Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus geht das Leben. Dies bedeutet, dass das, was der Mensch sich bildlich vorstellt, früher oder später in seinem Leben zum Ausdruck kommt. Ich habe von einem Mann gehört, der eine gewisse Krankheit fürchtete. Es war eine außergewöhnliche und seltene Krankheit, aber trotzdem stellte er sich diese Krankheit andauernd vor und las darüber, bis sie sich in seinem Körper zeigte. Er starb als Opfer seiner verkehrten Vorstellungskraft. Hieraus ersehen wir, dass wir, um das Lebensspiel erfolgreich zu spielen, das Vorstellungsvermögen üben müssen. Der Mensch, der sein Vorstellungsvermögen darin geübt hat, nur das Gute zu verbildlichen, bringt jeden rechtschaffenen Wunsch seines Herzens in sein Leben hinein. Gesundheit, Wohlstand, Liebe, Freunde, vollkommene Ausdrucksmöglichkeit, seine höchsten Ideale. Das Vorstellungsvermögen ist die Schere des Geistes genannt worden, und es schneidet Tag für Tag die Bilder, die der Mensch im Geiste sieht. Früher oder später begegnet er seinen eigenen Schöpfungen in der äußeren Welt. Um das Vorstellungsvermögen erfolgreich zu üben, muss der Mensch die Tätigkeit seines eigenen Denkens verstehen. Die Griechen sagten, erkenne dich selbst. Es gibt drei Abteilungen des Denkens: das Unterbewusstsein, das Bewusstsein und das Überbewusstsein. Das Unterbewusstsein ist lediglich Macht ohne Führung. Es ist wie Dampf oder Elektrizität und führt das aus, wozu es hingeleitet wird. Es kann sich nicht von selbst betätigen. Jedes tiefe Erlebnis und jede deutliche Vorstellung wird dem Unterbewusstsein eingeprägt und von ihm in den kleinsten Einzelheiten ausgeführt. Ein Beispiel. Eine mir bekannte Frau hatte als Kind gerne gespielt, dass sie Witwe sei. Sie zog schwarze Kleider an und trug einen langen schwarzen Schleier. Ihre Angehörigen fanden dies entzückend und amüsant. Als sie erwachsen war, heiratete sie einen Mann, den sie sehr liebte. Nach kurzer Zeit starb er, und sie trug viele Jahre lang schwarze Kleider und Trauerflor. Das Bild ihrer selbst als Witwe hatte sich so tief in ihrem Unterbewusstsein eingeprägt, dass es sich mit der Zeit auswirkte, ungeachtet der Not, die es verursachte. Das Bewusstsein ist als vergängliches Denken oder fleischlich gesinnt bezeichnet worden. Es ist das menschliche Denken schlechthin und sieht das Leben, wie es zu sein scheint. Es sieht Tod, Unglück, Krankheit, Armut, Begrenzungen und es prägt dies dem Unterbewusstsein auf. Das Überbewusstsein ist Gottes Geist in jedem Menschen und es ist das Reich vollkommener Ideen.
In ihm ist das göttliche Vorbild. Jeder Mensch hat ein göttliches Vorbild. Es gibt einen Platz, den du ausfüllen sollst und den kein anderer ausfüllen kann. Etwas, das du tun sollst und das kein anderer tun kann. Im Überbewusstsein gibt es dieses vollkommene Bild. Es blitzt gewöhnlich durch das Bewusstsein als ein unerreichbares Ideal, als etwas, was zu gut ist, um wahr zu sein. In Wirklichkeit ist es die wahre Bestimmung und der Bestimmungsort des Menschen, die ihm aus der in ihm wohnenden unendlichen Intelligenz blitzartig mitgeteilt werden. Die meisten Menschen sind sich jedoch ihrer wahren Bestimmung nicht bewusst und strengen sich an, Dinge und Zustände zu erlangen, die ihnen nicht zu eigen sind und die ihnen nach der Erlangung nur Misserfolge und Unzufriedenheit bringen würden. Eine Frau besuchte mich und bat mich, das Wort zu sprechen, dass sie einen bestimmten Mann, den sie sehr liebte, heiraten würde. Sie nannte ihn Herrn A. Ich erklärte ihr, dass dies eine Verletzung des geistigen Gesetzes wäre, aber dass ich das Wort sprechen würde für den richtigen Mann, für die göttliche Bestimmung, für den Mann, der ihr Kraft göttlichen Rechts gehöre. Ich fügte hinzu, wenn Herr A. der richtige Mann ist, können Sie ihn nie verlieren, wenn aber nicht, werden Sie einen anderen statt seiner finden. Sie traf Herrn A. öfter, aber sie kamen in ihrer Freundschaft nicht voran. Eines Abends besuchte sie mich und sagte, denken Sie, in letzter Zeit schien Herr A. mir gar nicht mehr so wunderbar. Ich antwortete, vielleicht ist er nicht die göttliche Bestimmung. Vielleicht ist ein anderer Mann der Richtige. Bald darauf lernte sie einen anderen Mann kennen, der sich sofort in sie verliebte und der ihr sagte, sie sei sein Ideal. Tatsächlich sagte er alles das zu ihr, was sie früher von Herrn A. hören wollte. Sie sagte, es ist beinahe unheimlich. Bald erwiderte sie seine Liebe und hatte kein weiteres Interesse an Herrn A. Dies zeigt das Gesetz des Ersatzes. Eine richtige Idee wurde für eine falsche eingesetzt, deshalb waren kein Verlust und keine Entbehrung darin eingeschlossen. Jesus Christus sagte, trachtet am besten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen. Und er sagte, dass das Reich inwendig im Menschen ist. Das Reich ist das Reich der richtigen Ideen oder des göttlichen Vorbildes. Jesus Christus lehrte, dass die Worte des Menschen eine leitende Rolle im Spiel des Lebens haben. Aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden, und aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Viele Menschen haben durch unnütze Worte Unglück in ihr Leben gebracht. So fragte mich einst eine Frau, warum ihr Leben jetzt von Armut und Beschränkungen begleitet sei. Früher hatte sie ein schönes Heim, war mit wunderbaren Sachen umgeben und hatte reichlich Geld. Wir stellten fest, dass sie oft der Führung ihres Haushaltes müde geworden war und noch öfter gesagt hatte, ich habe diese Dinge satt, ich wünschte, ich lebte in einem Koffer. Und dann fügte sie hinzu, heute lebe ich in diesem Koffer. Sie hatte sich selbst in einen solchen Kofferzustand hineingeredet. Das Unterbewusstsein versteht keinen Humor. Und sehr häufig drücken sich unglückliche Zustände aus, die eigentlich nur als Spaß gemeint waren. Ein Beispiel. Eine Frau, die viel Geld hatte, sagte andauernd im Spaß, dass sie bald reif sein würde für das Armenhaus. Nach einigen Jahren war sie beinahe arm, da sie ihrem Unterbewusstsein das Bild des Mangels und der Begrenzung eingeprägt hatte. Glücklicherweise wirkt sich das Gesetz nach beiden Seiten aus und ein Zustand des Mangels kann in einen Zustand des Wohlstandes umgewandelt werden. An einem heißen Sommertag kam eine Frau zu mir und bat mich sehr, sie für Wohlstand zu behandeln. Sie war müde, niedergeschlagen und entmutigt. Sie erzählte mir, dass sie nur noch 4 Euro besäße. Ich sagte, gut, wir wollen diese 4 Euro segnen und sie vermehren, wie Jesus Christus die Brote und die Fische vermehrt hat.
Er lehrte, dass jeder Mensch die Macht hat, zu segnen und zu vermehren, zu heilen und gedeihen zu lassen. »Was soll ich jetzt tun?« fragte sie. »Folgen Sie Ihrer Eingebung«, antwortete ich. »Haben Sie irgendeine Eingebung, ein Gefühl, etwas zu tun oder irgendwo hinzugehen?« »Eingebung heißt, auf die innere Stimme horchen, von innen geführt werden. Eingebung ist des Menschen unfehlbarer Führer.« Die Frau antwortete, »Ich weiß nicht. Es scheint mir, als ob ich nach Hause gehen sollte. Ich habe gerade genug Geld für den Fahrschein.« Ihr Heimathaus war in einer entfernten Stadt und es war ein Heim des Mangels und der Begrenzung. Das konkrete Denken oder der Intellekt hätte gesagt, bleibe hier, suche Arbeit und verdiene dir Geld. Ich sagte, dann gehen Sie nach Hause. Weigern Sie sich nicht, einer Eingebung zu folgen. Und ich gab ihr folgende Geleitworte. Unendlicher Geist, öffne du den Weg zu großer Fülle für diese Frau. Sie ist ein unwiderstehlicher Magnet für alles, was ihr nach der göttlichen Bestimmung zusteht. Ich riet ihr, diese Worte ständig zu wiederholen. Sie reiste sofort nach ihrer Heimatstadt ab. Dort besuchte sie eine Frau, durch die sie einen alten Freund ihrer Familie traf. Durch diesen Freund erhielt sie auf ganz wunderbare Weise viel Geld. Oft sagte sie zu mir, erzählen Sie nur den anderen von jener Frau, die zu Ihnen kam, mit 4 Euro und einer Eingebung. Auf des Menschen Pfad ist stets Überfluss. Dieser kann jedoch nur durch Wunsch, Glaube oder das gesprochene Wort in Erscheinung treten. Jesus Christus betonte deutlich, dass der Mensch den ersten Schritt machen muss. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. In der Bibel lesen wir weiter, Fraget mich um das Zukünftige, weiset das Werk meiner Hände zu mir. Die unendliche Intelligenz, Gott, ist stets bereit, die kleinsten oder die größten Anforderungen des Menschen auszuführen. Jeder Wunsch, gesprochen oder nicht gesprochen, ist eine Anforderung. Oft sind wir erstaunt, einen Wunsch plötzlich erfüllt zu sehen. So ging es mir einmal an einem Osterfest. Ich hatte in den Schaufenstern der Gärtner viele schöne Fliederbüsche gesehen und wünschte mir, einen solchen Geschenk zu bekommen. Im Geiste sah ich einen kurzen Augenblick, wie ein solcher Fliederbusch an meiner Tür abgeliefert wurde. Ostern kam und brachte mir einen wunderschönen Fliederbusch. Am nächsten Tag dankte ich meiner Freundin und sagte ihr, dass ich mir gerade dies gewünscht hatte. »Ich habe dir keinen Fliederbusch geschickt«, sagte meine Freundin, »ich bestellte Lilien.« Der Gärtner hatte die Bestellung mit einer anderen verwechselt und sandte mir einen Fliederbusch, lediglich, weil ich das Gesetz in Bewegung versetzt hatte und einen Fliederbusch erhalten musste. Nichts steht zwischen dem Menschen und seinen höchsten Idealen und einem jeglichen Herzenswunsch als Zweifel und Furcht. Wenn der Mensch sich etwas wünschen kann, ohne sich darum zu sorgen, so wird jeder Wunsch sofort erfüllt werden. In einem späteren Kapitel werde ich den wissenschaftlichen Grund eingehender angeben und zeigen, wie die Furcht aus dem Bewusstsein ausgelöscht werden muss. Die Furcht ist der einzige Feind des Menschen. Furcht vor Mangel, Furcht vor Misserfolg, Furcht der Krankheit, Furcht des Verlustes und ein Gefühl der Unsicherheit auf irgendeinem Gebiet. Jesus Christus sagte, »Ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam?« Wir begreifen deshalb, dass wir den Glauben anstelle der Furcht setzen müssen, denn die Furcht ist nur verkehrter Glaube, sie ist der Glaube an das Böse anstatt an das Gute. Es ist der Zweck des Lebensspiels, unser Gutes klar zu sehen und alle geistigen Bilder des Bösen auszulöschen. Dies geschieht dadurch, dass dem Unterbewusstsein eine Vorstellung vom Guten aufgeprägt wird. Ein geistreicher und erfolgreicher Mann erzählte mir, dass er alle Furcht aus seinem Bewusstsein plötzlich dadurch ausgelöscht hatte, dass er ein an der Wand hängendes Schild las.
In großen Buchstaben gedruckt sah er diesen Satz. Warum sich sorgen? Es wird wahrscheinlich nie eintreten. Diese Worte wurden seinem Unterbewusstsein so unauslöschlich eingeprägt, dass er jetzt die feste Überzeugung hat, dass nur Gutes in sein Leben eintreten kann. Deshalb kann sich nur Gutes verwirklichen. Das Unterbewusstsein ist des Menschen treuer Diener. Doch muss man auf der Hut sein, ihm die richtigen Befehle geben. Der Mensch hat stets einen schweigsamen Zuhörer an seiner Seite, sein Unterbewusstsein. Jeder Gedanke, jedes Wort wird ihm eingeprägt und wird mit erstaunlicher Genauigkeit ausgeführt. Es ist wie bei einem Sänger, der zur Aufnahme in ein Mikrofon singt. Jede Note und jeder Ton von des Sängers Stimme wird dort festgehalten. Wenn er hüstelt oder zögert, wird dies auch festgehalten. Lasst uns deshalb alle die alten schlechten Platten im Unterbewusstsein zerbrechen. Jene Platten unseres Lebens, die wir nicht länger behalten möchten, und lasst uns neue und schöne Platten herstellen. Sprich mit Macht und Überzeugung folgende Worte laut aus. Ich zerbreche und vernichte jetzt durch mein gesprochenes Wort jede unwahre Platte in meinem Unterbewusstsein. Sie sollen zu dem Nichts zurückkehren, von dem sie herstammen, denn sie entstammen aus meinen eigenen unnützen Vorstellungen. Ich stelle jetzt durch Christus in mir vollkommene Platten her. Platten der Gesundheit, des Wohlstandes, der Liebe und des vollkommenen Ausdrucks. Dies ist das vollendete Lebensspiel. Der Mensch kann seine Zustände durch eine Änderung seiner Worte herbeiführen. Jeder, der die Macht des Wortes nicht kennt, ist auf dem Weg des Fortschritts. Fortschritt bedeutet Fortschreiten vom Echten und Wahren. Tod und Leben stehen in der Zunge Gewalt. Das Gesetz des Wohlstands. So wird der Allmächtige dein Gold sein und wie Silber, das dir zugehäuft wird. Eine der größten Botschaften, die der Menschheit durch die Bibel gegeben wurde, ist, dass Gott des Menschen Versorgung ist. Dass der Mensch durch sein ausgesprochenes Wort alles das, was ihm als göttliches Vorrecht zusteht, erhalten kann. Er muss jedoch an sein gesprochenes Wort vollständig glauben. Jesaja sagt, also soll das Wort, so aus meinem Munde geht, auch sein. Es soll nicht wieder zu mir leer kommen, sondern tun, was mir gefällt und soll ihm gelingen, dazu ich's sende. Wir wissen jetzt, dass Worte und Gedanken eine mächtige, belebende Energie sind, die andauernd des Menschen Körper und Angelegenheiten umgestalten. Eine Frau kam in großer Not zu mir und erzählte mir, dass sie am 15. des Monats wegen Geld verklagt werden würde. Sie wusste nicht, wo sie das Geld herholen sollte und war verzweifelt. Ich sagte ihr, dass Gott ihre Versorgung sei und dass für jedes Bedürfnis die notwendige Versorgung vorhanden sei. So sprach ich das Wort. Ich dankte, dass die Frau zur rechten Zeit in rechter Weise Bargeld erhalten würde. Ich sagte ihr, sie müsse vollkommenen Glauben haben und ihrem vollkommenen Glauben entsprechend handeln. Der 15. kam, es war aber kein Geld in Erscheinung getreten. Sie rief mich an und fragte, was sie tun solle. Ich antwortete, heute ist Sonnabend, deshalb werden sie heute nicht mehr verklagt. Ihre Aufgabe ist es, sich als reich zu benehmen, dass sie das Geld bis Montag erhalten werden. Sie bat mich, sie in einem Restaurant zu treffen, um ihren Mut aufrecht zu erhalten. Als ich sie dort traf, sagte ich, jetzt ist keine Zeit, sich einzuschränken. Benehmen Sie sich so, als wenn Sie reich wären, bestellen Sie ein gutes Essen. Alles, was ihr bittet im Gebet, so ihr glaubet, werdet ihr's empfangen.
Sie müssen sich so benehmen, als ob Sie es schon empfangen hätten. Am nächsten Morgen rief sie mich an und bat mich, den Tag mit ihr zu verbringen. Nein, sagte ich. Sie sind göttlich geschützt und Gott kommt nie zu spät. Abends rief sie mich nochmals an und sagte in großer Aufregung, denken Sie, ein Wunder ist geschehen. Heute Vormittag saß ich in meinem Zimmer, als es an der Tür klingelte. Es war mein Vetter. Er blieb etwa eine Stunde und bevor er sich verabschiedete, sprachen wir über meine Finanzen. Ich erzählte ihm, dass ich das Geld brauchte und er sagte, er würde es mir am 1. des Monats geben. Ich wollte ihm nicht sagen, dass ich verklagt werden würde. Was soll ich tun? Ich werde das Geld erst am 1. des Monats bekommen und werde es morgen nicht haben. Daraufhin erwiderte ich, wir wollen das Wort weiterhin festhalten. Ich sagte zu mir selbst, der Geist verspätet sich nie. Ich danke, dass sie das Geld im Unsichtbaren schon erhalten hat und dass es sich rechtzeitig verwirklichen wird. Am nächsten Morgen rief ihr Vetter sie an und sagte, komm lieber heute Vormittag in mein Büro, ich werde dir das Geld gleich geben. Am Nachmittag desselben Tages bezahlte sie alle Schulden. Wenn jemand um Erfolg bittet und Misserfolg erwartet, wird er gerade den erwarteten Zustand erhalten. Ein Beispiel. Ein Mann besuchte mich und bat mich, das Wort zu sprechen, dass eine bestimmte Schuld getilgt würde. Ich erfuhr, dass er seine Zeit damit verbrachte, zu planen, was er zu dem Manne sagen würde, wenn er die Rechnung nicht bezahlte, wodurch meine Worte zunichte gemacht wurden. Er hätte sich selbst vorstellen sollen, wie er die Schuld bezahlte. In der Bibel haben wir da ein schönes Beispiel mit den drei Königen in der Wüste, die kein Wasser für ihr Gefolge und ihre Pferde hatten. Sie befragten den Propheten Elia, der ihnen folgende erstaunliche Botschaft gab. So spricht der Herr, macht hier und da Gräben an diesem Bach. Ihr werdet keinen Wind noch Regen sehen. Dennoch soll der Bach voll Wasser werden. Der Mensch muss sich für das, was er erbeten hat, vorbereiten, wenn auch noch nicht das kleinste Anzeichen davon in Sicht ist. Eine Frau war genötigt, eine Wohnung zu suchen zu einer Zeit, wo in ihrer Stadt Wohnungsmangel herrschte. Es schien beinahe unmöglich, eine Bleibe zu finden, und ihre Freundinnen bemitleideten sie und sagten, »Es ist schade, du wirst deine Möbel irgendwo unterbringen und in einem Hotel wohnen müssen.« Sie erwiderte, »Ihr braucht mich nicht zu bemitleiden, ich bin darauf vorbereitet, eine Wohnung zu finden, also werde ich auch eine bekommen.« Sie sprach die Worte, »Unendlicher Geist, öffne mir den Weg zu der richtigen Wohnung.« Sie wusste, dass für jede Nachfrage die Versorgung da ist, arbeitete unbeirrt auf der geistigen Ebene und bestätigte, dass einer mit Gott die Mehrheit ist. Sie hatte vor, neue Bettdecken zu kaufen, als der Versucher, der irrtümliche Gedanke oder berechnende Geist, ihr zuflüsterte, kaufe keine Bettdecken, vielleicht wirst du doch keine Wohnung finden und du kannst sie dann nicht gebrauchen. Sie sagte sich selbst sofort, ich werde meine Gräben graben, indem ich Bettdecken kaufe. Auf diese Weise bereitete sie sich für die neue Wohnung vor, sie benahm sich so, als ob sie sie schon hätte. Auf wunderbare Weise fand sie eine Wohnung und sie bekam sie, obgleich dafür eine sehr große Anzahl Interessenten vorhanden war. Es ist kaum notwendig zu erwähnen, dass die Gräben, welche die drei Könige in der Wüste gruben, zum Überlaufen gefüllt wurden. Für den durchschnittlichen Menschen ist der geistige Aufschwung nicht leicht. Aus dem Unterbewusstsein heraus strömen die Gedanken des Zweifels und der Furcht. Sie sind die fremden Heere, die zur Flucht gebracht werden müssen. Dies ist der Grund, warum es so oft am dunkelsten vor der Dämmerung ist. Einer großen Verwirklichung gehen gewöhnlich quälende Gedanken voraus. Dadurch, dass wir eine Erklärung der hohen geistigen Wahrheit ausgesprochen haben, werden die alten Annahmen des Unterbewusstseins herausgefordert und der Irrtum wird aufgedeckt, um vernichtet zu werden. Jetzt ist die Zeit, in der die Erklärungen der Wahrheit wiederholt werden müssen.
Man muss sich freuen und Dank sagen für das, was man schon empfangen hat. Ehe Sie rufen, will ich antworten. Dies bedeutet, dass alle guten Gaben und alle vollkommenen Gaben schon des Menschen sind und nur seine Anerkennung erwarten. Der Mensch kann nur das empfangen, was er im Geiste schon auf sich zukommen sieht. Den Kindern Israels wurde gesagt, dass sie alles Land besitzen würden, das sie sehen konnten. Dies ist für jeden Menschen wahr. Der Mensch besitzt das Land nur innerhalb seines eigenen geistigen Schauens. Jedes große Werk, jedes große Vollbringen ist dadurch verwirklicht worden, dass der Mensch sich an seine Vision hielt, und es kommt vor, dass gerade vor dem Erlangen scheinbarer Misserfolg eintritt. Als die Kinder Israels das gelobte Land erreichten, hatten sie Angst, hineinzugehen, denn sie sagten, es sei voller Riesen, vor denen sie sich wie Heuschrecken vorkamen. Dies ist beinahe jedes Menschen Erfahrung. Derjenige, der das geistige Gesetz kennt, bleibt durch die Erscheinung unbewegt und frohlockt, während er noch gefangen genommen ist. Das heißt, er hält an seiner Vision fest und dankt, dass das Ende vollbracht ist, dass er empfangen hat. Jesus Christus gab dafür ein wunderbares Beispiel. Er sagte seinen Jüngern, »Saget ihr nicht, es sind noch 4 Monate, so kommt die Ernte? Siehe, ich sage euch, hebet eure Augen auf und sehet in das Feld, denn es ist schon reif zur Ernte.« Seine klare Vision durchbohrte die Welt der Materie. Er sah deutlich die Welt der 4. Dimension, er sah Dinge, wie sie wirklich sind, vollkommen und vollendet im göttlichen Geiste. So muss der Mensch stets die Vision des Endziels schauen und die Verwirklichung dessen fordern, was er schon empfangen hat. Es mag seine vollkommene Gesundheit sein, Liebe, Versorgung, Selbstausdruck, Heim oder Freunde. Dies sind alles vollkommene Ideen, die im göttlichen Geiste, dem Überbewusstsein des einzelnen Menschen bestehen, und sie müssen durch ihn kommen, nicht zu ihm. Ein Beispiel. Ein Mann kam zu mir und bat um Hilfe für Erfolg. Es war dringend erforderlich, dass er in einer bestimmten Zeit viel Geld für sein Geschäft zusammenbrachte. Die Zeitspanne war nahezu abgelaufen, als er verzweifelt zu mir kam. Niemand wollte in sein Unternehmen Geld hineinstecken und die Bank hatte rundweg einen Kredit verweigert. Ich sagte, wahrscheinlich haben Sie Ihr Gleichgewicht verloren, als Sie in der Bank waren. Deshalb verloren Sie Ihre Macht. Sie können jede Lage beherrschen, wenn Sie zuerst sich selbst beherrschen. Gehen Sie zurück zu der Bank, fügte ich hinzu, und ich werde für Sie die richtigen Gedanken festhalten. Ich hielt folgenden Gedanken fest. Sie sind in Liebe mit dem Geiste eines jeden in der Bank vereint. Lassen Sie das Göttliche aus diesem Zustand hervortreten. Er antwortete, Sie sprechen über eine Unmöglichkeit. Morgen ist Samstag, die Bank schließt um 12 Uhr und mein Zug wird mich erst um 10 Uhr in die Stadt bringen. Die Frist ist morgen abgelaufen und überhaupt werden Sie mir nicht helfen. Es ist zu spät. Ich sagte, Gott braucht keine Zeit und es ist nie zu spät. Bei ihm ist alles möglich. Ich fügte hinzu, ich verstehe nichts von Geschäften, aber ich weiß vieles über Gott. Er antwortete, es klingt alles schön und gut, wenn ich hier sitze und Ihnen zuhöre, aber wenn ich hinausgehe, ist es furchtbar. Er wohnte in einer anderen Stadt. Ich hörte eine Woche lang nichts von ihm, dann kam ein Brief. Ich las. Sie hatten recht. Ich bekam das Geld und ich werde nie wieder der Wahrheit, von der Sie mir erzählten, misstrauen. Einige Wochen später sah ich ihn wieder und fragte, was geschah? Sie hatten anscheinend doch reichlich Zeit. Mein Zug hatte Verspätung, sagte er, und ich kam gerade 15 Minuten vor 12 zur Bank. Ich trat dort ruhig ein und man gab mir den Kredit ohne Zögern. Es waren die letzten 15 Minuten der Zeit, die ihm noch zustanden,
und der unendliche Geist war nicht zu spät dran. In diesem Fall hätte der Mann nie allein Erfolg haben können. Er brauchte einen anderen, um an seiner Vision festhalten zu können. Dies zeigt, was ein Mensch einem anderen sein kann. Jesus Christus erkannte die Wahrheit dieser Tatsache, als er sagte: Wo zwei von euch eins werden auf Erden, worum es ist, dass sie bitten wollen, das soll ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Allein steht man seinen eigenen Angelegenheiten zu nahe und wird ängstlich und von Zweifel erfüllt. Der Freund oder der Heiler sieht deutlich den Erfolg, die Gesundheit oder den Wohlstand und wankt niemals, denn er ist der Angelegenheit nicht zu nahe. Es ist viel leichter, etwas für einen anderen zu verwirklichen, als für sich selbst. Deshalb sollte man nicht zögern, um Hilfe zu bitten, wenn man fühlt, dass man wankelmütig wird. Ein scharfer Beobachter des Lebens sagte einmal, dass niemand Misserfolg haben könne, wenn ein einziger Mensch noch an ihn glaubt. So stark ist die Macht des geistigen Schauens, und mancher große Mann verdankt seinen Erfolg seiner Frau, seiner Schwester oder dem Freund, der an ihn glaubte und an dem vollkommenen Vorbild ohne zu zweifeln festhielt. Die Macht des Wortes. Aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden, und aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Der Mensch, der die Macht des Wortes kennt, achtet sorgfältig auf seine Sprache. Er braucht nur die Wirkung seiner Worte zu beobachten, um zu wissen, dass sie Kraft haben. Durch sein gesprochenes Wort macht der Mensch sich ständig Gesetze. Ich kenne einen Mann, der sagt, ich verpasse immer die Bahn. Seine Tochter sagt, ich erreiche immer die Bahn, sie kommt unweigerlich gerade an, wenn ich ankomme. Dies geschah jahrelang. Jeder hatte für sich ein eigenes Gesetz gemacht, der eine des Misserfolgs, der andere des Erfolgs. Dies ist die Psychologie des Aberglaubens. Weder das Hufeisen noch der Hasenfuß enthält eine Macht. Jedoch rufen das gesprochene Wort und der Glaube des Menschen, dass diese ihm Glück bringen, eine Erwartung im Unterbewusstsein hervor und ziehen einen glücklichen Zufall an. Ich finde jedoch, dass diese Dinge keine Macht mehr haben, wenn man geistig fortgeschritten ist und ein höheres Gesetz kennt. Ein Beispiel. Zwei Männer in meiner Unterrichtsklasse hatten einige Monate hindurch guten geschäftlichen Erfolg, als plötzlich alles in sich zusammenbrach. Wir versuchten, die Lage zu zergliedern, und ich fand, dass jeder von ihnen, anstatt die angegebenen Erklärungen zu machen und sich an Gott, um Erfolg und Wohlstand zu wenden, sich ein Glücksschwein gekauft hatte. Ich sagte, aha, sie haben mehr Vertrauen zu diesem Glücksschwein gehabt als zu Gott. Werfen Sie das Glücksschwein fort und wenden Sie das Gesetz der Vergebung an, denn der Mensch hat die Macht, seine Fehler zu vergeben und unwirksam zu machen. Sie entschlossen sich, das Glücksschwein wegzuwerfen, und alles ging wieder gut. Dies bedeutet jedoch nicht, dass man alle glückbringenden Gegenstände, die man im Hause hat, wegwerfen soll, sondern man muss anerkennen, dass die Macht, die dahinter steckt, die einzige und alleinige Macht ist, Gott, und dass der Gegenstand nur ein Gefühl der Erwartung gibt. Eines Tages war ich mit einer Freundin zusammen, die sehr niedergeschlagen war. Als wir über die Straße gingen, fand sie ein Hufeisen. Sie war sofort mit Freude und Hoffnung erfüllt. Sie sagte, Gott habe ihr das Hufeisen geschickt, um ihr wieder Mut zu geben. Das Hufeisen war in der Tat in jenem Augenblick das Einzige, was ihrem Bewusstsein Eindruck machen konnte. Ihre Hoffnung wurde zum Glauben, und sie brachte schließlich eine wunderbare Verwirklichung zustande.
Ich muss betonen, dass die vorher erwähnten Männer sich allein auf das Glücksschwein verließen, während die Frau die hinter dem Hufeisen liegende Macht erkannte. Bei mir selbst hat es lange gedauert, bis ich aus der Annahme, dass eine bestimmte Sache Enttäuschung bringe, herauskam. Wenn diese Sache vorkam, kam es auch unweigerlich zur Enttäuschung. Der einzige Weg zur Herbeiführung einer Änderung im Unterbewusstsein war folgende Erklärung. Es gibt keine zwei Mächte, es gibt nur eine einzige Macht, Gott. Deshalb gibt es keine Enttäuschungen und diese Sache bedeutet für mich eine freudige Überraschung. Ich bemerkte sofort eine Änderung und freudige Überraschungen kamen mir entgegen. Eine meiner Freundinnen sagte, dass nichts sie bewegen könnte, unter einer Leiter durchzugehen. Ich sagte, wenn du dich fürchtest, dann glaubst du an zwei Mächte, gut und böse, statt an eine. Da Gott absolut ist, kann es keine zweite Macht geben, falls der Mensch nicht selbst dieses falsche Gesetz macht. Um zu beweisen, dass du nur an eine einzige Macht, Gott, glaubst und dass das Übel weder Macht noch Wirklichkeit hat, gehe unter der nächsten Leiter durch, die du siehst. Kurz darauf ging sie zur Bank, wo sie etwas aus ihrem Depot holen wollte. Da stand ihr eine Leiter im Weg. Sie konnte das Depot nicht erreichen, ohne unter der Leiter durchzugehen. Sie zitterte vor Furcht und kehrte um. Sie konnte dem Löwen auf ihrem Weg nicht in die Augen sehen. Als sie jedoch wieder auf der Straße war, klangen ihr meine Worte in den Ohren und sie entschloss sich, zurückzukehren. Es war ein großer Augenblick ihres Lebens, denn Leitern hatten sie jahrelang in Knechtschaft gehalten. Sie ging zu dem Depot zurück. Die Leiter stand nicht mehr da. Dies ist oft der Fall. Wenn man willens ist, eine Sache zu tun, vor der man Furcht hat, braucht man sie nicht mehr zu tun. Dies ist das wenig verstandene Gesetz der Widerstandslosigkeit. Es ist gesagt worden, dass Mut Genius und Zauberei enthält. Tritt einem Zustand furchtlos entgegen, und es gibt keinen Zustand mehr, dem du entgegentreten musst. Er fällt von selbst weg. Die Sache mit der Leiter ist so zu erklären. Furcht hatte die Leiter auf den Pfad der Frau herangezogen. Furchtlosigkeit hat sie beseitigt. So sind die unsichtbaren Mächte für den Menschen stets wirksam, auch wenn er sich dessen nicht bewusst ist. Zufolge der vibrierenden Macht von Worten wird alles, was der Mensch ausspricht, von ihm angezogen. Die Menschen, die andauernd von Krankheiten sprechen, ziehen sie unweigerlich an. Nachdem der Mensch die Wahrheit kennt, kann er mit seinen Worten nicht vorsichtig genug sein. Ich habe eine Freundin, die oft am Telefon sagt, komm und besuche mich. Wir wollen wieder miteinander plaudern wie früher. Diese Plauderei nach der üblichen Art bedeutet etwa 500 bis 1000 verderbliche Worte, da die Hauptthemen Mangel, Verlust, Misserfolg und Krankheit sind. Nein, danke schön, antworte ich. Ich habe schon genügend derartige Plaudereien in meinem Leben geführt. Sie sind zu kostspielig, aber ich werde gerne eine neuartige Plauderei führen und über das sprechen, was wir haben möchten, nicht über das, was wir nicht haben wollen. Ein altes Sprichwort sagt, der Mensch solle seine Worte nur zu drei Zwecken gebrauchen, zu heilen, zu segnen oder gedeihen zu lassen. Das, was der Mensch über andere sagt, wird von ihm gesagt werden und das, was er einem anderen wünscht, wünscht er sich selbst. Wenn ein Mensch jemandem Unglück wünscht, wird er das Unglück zu sich selbst heranziehen. Wenn er einem anderen zum Erfolg verhelfen will, so verhilft er sich selbst dazu, Erfolg zu erlangen. Der Körper kann durch das gesprochene Wort und die klare Vorstellung erneuert und verwandelt. Die Krankheit kann vollständig aus dem Bewusstsein gelöscht werden. Der Metaphysiker weiß, dass jede Krankheit ihr geistiges Gegenstück hat und dass man erst das Unterbewusstsein reinigen muss, wenn man den Körper heilen will. In Psalm 23 lesen wir, er erquicket meine Seele.
Dies bedeutet, dass das Unterbewusstsein mit vollkommenen Ideen erquickt werden muss. Wenn das Unterbewusstsein mit den vollkommenen Ideen des Überbewusstseins durchflutet ist, sind Gott und Mensch eins. Ich und der Vater sind eins. Das heißt, der Mensch ist eins mit dem Reich der vollkommenen Ideen. Er ist der in Gottes Ebenbild erschaffene Mensch, und ihm ist die Macht und Herrschaft über alle erschaffenen Dinge gegeben worden, über seinen Geist, seinen Körper und seine Angelegenheiten. Man kann mit Bestimmtheit sagen, dass alle Krankheiten und alles Unglück durch eine Verletzung der Liebe entstehen. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebet. In dem Spiel des Lebens gewinnt jedes Mal die Liebe oder der gute Wille. Ich kenne zum Beispiel eine Frau, die seit Jahren eine schlimme Hautkrankheit hatte. Sie war Schauspielerin und fürchtete, sie würde bald ihren Beruf aufgeben müssen, war aber auf diesen angewiesen. Sie bekam ein gutes Engagement und am ersten Abend hatte sie großen Erfolg. Die Kritiker machten schmeichelhafte Bemerkungen und sie war erfreut und begeistert. Ein Schauspieler, der auch mitspielte, war auf ihren Erfolg eifersüchtig und veranlasste ihre Entlassung. Sie fühlte Hass und Entrüstung und rief aus: Gott, lass mich diesen Mann nicht hassen. In jener Nacht arbeitete sie geistig stundenlang in der Stille. Sie sagte: Bald kam ich in eine tiefe Ruhe. Ich schien mit mir selbst, mit dem Mann und mit der ganzen Welt in Frieden zu sein. In den zwei darauffolgenden Nächten tat ich das Gleiche und am dritten Tag merkte ich, dass ich von meiner Hautkrankheit vollständig geheilt war. Indem sie um Liebe oder Wohlwollen gebetet hatte, hatte sie das Gesetz erfüllt. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung, und die Krankheit, die aus unterbewusstem Groll stammte, wurde ausgelöscht. Andauerndes Kritisieren erzeugt Rheumatismus, da kritische, unharmonische Gedanken unnatürliche Ablagerungen im Blut verursachen, die sich in den Gelenken festsetzen. Geschwülste werden durch Eifersucht, Hass, Unversöhnlichkeit oder Furcht verursacht. Jede Krankheit wird durch einen unzufriedenen Geist ausgelöst. In einer Unterrichtsstunde sagte ich einmal, es hat wenig Zweck, jemanden zu fragen, was ist mit dir los? Wir sollten fragen, wer ist mit dir los? Unversöhnlichkeit ist die am meisten verbreitete Krankheitsursache. Sie verhärtet die Arterien oder die Leber und beeinträchtigt das Augenlicht. Endlose Krankheiten folgen ihr nach. Eines Tages besuchte mich eine Frau, die mir sagte, sie sei krank, weil sie eine vergiftete Auster gegessen hatte. Ich sagte auch nein. Die Auster war harmlos. Sie haben die Auster vergiftet. Wer ist mit ihnen los? Etwa 19 Menschen, erwiderte sie. Sie hatte sich mit 19 Menschen gezankt und war so unharmonisch geworden, dass sie diese unglückliche Erfahrung in ihren Lebenskreis hereinzog. Irgendeine Disharmonie im Äußeren beweist, dass eine geistige Disharmonie vorhanden ist. Wie das Innere, so das Äußere. Die einzigen Feinde des Menschen sind in ihm selbst. Des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Einer der letzten Feinde, die überwunden werden müssen, ist die Persönlichkeit. Denn dieser Erdball wird jetzt in die Liebe eingeweiht. Dies war die Christusbotschaft. Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Der erleuchtete Mensch ist deshalb bestrebt, sich durch seine Nachbarn zu vervollkommnen. Er arbeitet an sich selbst, Wohlwollen und Segen jedem Mitmenschen auszusenden. Und es ist wunderbar, wenn man jemanden segnet, dann hat derjenige keine Macht mehr, einem zu schaden. Ein Beispiel. Ein Mann bat mich, ihn für Erfolg in seinem Geschäft zu behandeln. Er verkaufte Maschinen und ein Konkurrent war in seine Gegend gekommen mit einer Maschine, die er für besser hielt. Und dieser Mann fürchtete eine Niederlage.
Ich sagte, wir müssen zuallererst alle Furcht auslöschen und wissen, dass Gott ihre Interessen schützt. Das heißt, die richtige Maschine wird durch den richtigen Mann an den richtigen verkauft werden. Ich fügte hinzu, haben Sie keine kritischen Gedanken dem Konkurrenten gegenüber. Segnen Sie ihn den ganzen Tag und seien Sie willens, Ihre Maschine nicht zu verkaufen, wenn dies nicht die göttliche Idee ist. Er ging zu der Unterredung, furchtlos und ohne Widerstand, und segnete den anderen Mann. Das Ergebnis war erstaunlich. Die Maschine des anderen versagte und er verkaufte seine Geräte ohne die geringste Schwierigkeit. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, bittet für die, so euch beleidigen und verfolgen. Wohlwollen verbreitet eine große Aura des Schutzes um denjenigen, der es ausstrahlt. Einer jeglichen Waffe, die wider dich zubereitet wird, soll es nicht gelingen. Liebe und Wohlwollen vernichten die innewohnenden Feinde, und man hat deshalb keine Feinde im Äußeren. Es gibt Frieden auf Erden für denjenigen, der Wohlwollen ausstrahlt. Das Gesetz der Widerstandslosigkeit. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Übel. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Nichts in der Welt kann einem völlig widerstandslosen Menschen widerstehen. Die Chinesen sagen, das Wasser sei das mächtigste Element. Es kann einen Felsen auflösen und alles vor sich herfegen. Jesus Christus sagte, wir sollen dem Übel nicht widerstreben, denn er wusste, dass es in Wirklichkeit kein Übel gibt und deshalb nichts, dem man widerstehen kann. Das Übel ist aus dem falschen Vorstellungsvermögen des Menschen entstanden oder aus dem Glauben an zwei Mächte, Gut und Böse. Es gibt eine alte Sage, wonach Adam und Eva von dem Maya-Baum der Täuschung aßen und zwei Mächte anstatt der einen Macht, Gott, erkannten. Das Übel ist deshalb ein falsches Gesetz, das der Mensch sich selbst durch Seelenschlaf aufgestellt hat. Seelenschlaf heißt, dass das Unterbewusstsein des Menschen durch den alltäglichen Glauben an Sünde, Krankheit oder Tod, der das fleischliche oder sterbliche Gemüt ist, hypnotisiert wurde. Dadurch drücken sich die Wahnbilder des Menschen in seinen Angelegenheiten aus. Vorher war vom Unterbewusstsein die Rede. Alles, was der Mensch stark empfindet, sei es gut oder übel, wird durch diesen treuen Diener ausgeführt. Der Körper und seine Angelegenheiten verbildlichen das, was er sich vorgestellt hat. Der kranke Mensch hat sich Krankheit vorgestellt. Der arme Mann Armut, der reiche Mann Wohlstand. Oft wird gefragt, warum ein kleines Kind Krankheiten an sich heranzieht, wenn es doch noch zu jung ist, um zu wissen, was dies bedeutet. Meine Antwort darauf ist, dass die Kinder für die Gedanken anderer, die um sie sind, empfindlich und empfänglich sind und oft die Furcht ihrer Eltern verbildlichen. Ein Metaphysiker sagte einmal, wenn du nicht selbst dein Unterbewusstsein beherrschst, wird ein anderer dies für dich tun. Oft ziehen Mütter unbewusst Krankheit und Unheil an ihre Kinder heran, indem sie diese andauernd mit Gedanken der Furcht umgeben und nach Krankheitssymptomen Ausschau halten. So fragte eine Frau einst ihre Freundin, ob ihr kleines Mädchen auch die Grippe gehabt habe. Noch nicht, antwortete diese sofort. Es bedeutete, dass sie diese Krankheit erwartete und sie bereitete dadurch einen Weg, den sie für sich und das Kind nicht wünschte. Der Mann jedoch, der in richtigem Denken gefestigt ist, der Mann, der seinen Mitmenschen nur Wohlwollen sendet und der ohne Furcht ist, kann durch die negativen Gedanken anderer nicht berührt oder beeinflusst werden. In der Tat, er kann dann nur gute Gedanken erhalten,
da er selbst nur gute Gedanken aussendet. Widerstand ist Hölle, denn dadurch wird der Mensch an einen Ort der Qual versetzt. Ein Metaphysiker gab mir ein wunderbares Mittel, um im Lebensspiel zu gewinnen. Es ist der Höhepunkt der Widerstandslosigkeit. Er erklärte es mir wie folgt. Als Pfarrer taufte ich einst viele Kinder und sie hatten selbstverständlich viele Namen. Jetzt taufe ich keine Kinder mehr, sondern ich taufe Ereignisse, jedoch gebe ich jedem Ereignis denselben Namen. Wenn ich Misserfolg habe, taufe ich ihn Erfolg im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist das große Gesetz der Umwandlung, das auf Widerstandslosigkeit gegründet ist. Durch das gesprochene Wort wurde jeder Misserfolg in Erfolg verwandelt. Ein Beispiel. Eine Frau, die Geld benötigte und die geistigen Gesetze des Wohlstands kannte, kam andauernd mit einem Mann geschäftlich zusammen, der ihr ein Empfinden ihrer Armut gab. Er sprach von Mangel und Einschränkung. Sie fing an, seine Armutsgedanken aufzufangen, deshalb hatte sie ihn nicht gern und schob ihren Misserfolg ihm zu. Sie wusste, dass sie zur Verwirklichung ihrer Versorgung sich erst zu Bewusstsein bringen müsse, dass sie schon empfangen habe, dass ein Bewusstsein des Wohlstands dessen Verwirklichung vorangehen musste. Eines Tages wurde ihr klar, dass sie dieser Angelegenheit widerstand und dass sie zwei Mächte anstatt einer sah. Deshalb segnete sie den Mann und taufte die Angelegenheit Erfolg. Sie erklärte, da es nur eine einzige Macht, Gott, gibt, dient dieser Mann zu meinem Guten und zu meinem Wohlstand. Er schien eher dem Gegenteil zu dienen. Bald darauf traf sie aber gerade durch diesen Mann eine Frau, die ihr eine große Summe für eine geleistete Arbeit gab, und der Mann zog in eine entfernte Stadt und verschwand harmonisch aus ihrem Leben. Mache die Erklärung: Jeder Mensch ist ein goldenes Glied in der Kette meines Guten. Denn jeder Mensch ist der Ausdruck Gottes, und dieses Göttliche in uns wartet darauf, dass der Mensch dem göttlichen Plan seines Lebens selbst dienlich ist. Segne deinen Feind, und du hast ihn seiner Waffe beraubt. Seine Pfeile werden in Segnungen verwandelt werden. Dieses Gesetz gilt für Nationen ebenso wie für Menschen. Segne eine Nation, sende Liebe und Wohlwollen zu jedem Bewohner, und sie ist ihrer Macht zu Schaden beraubt. Der Mensch kann eine richtige Idee der Widerstandslosigkeit nur durch geistiges Verständnis erlangen. Meine Schüler haben oft gesagt, ich möchte aber keine Fußmatte sein. Ich erwiderte, wenn Sie Widerstandslosigkeit weise anwenden, wird es niemandem gelingen, über sie hinwegzugehen. Ein anderes Beispiel. Eines Tages erwartete ich ungeduldig ein wichtiges Gespräch. Ich war bei jedem Anruf, der kam, ungeduldig und rief selbst niemanden an, da ich fürchtete, dadurch würde der erwartete Anruf verhindert. Anstatt zu sagen, göttliche Ideen behindern sich nie, das Telefon wird zur rechten Zeit klingeln und die Sache der unendlichen Intelligenz zur Erledigung zu überlassen, fing ich an, die Dinge für mich selbst zu gestalten. Ich machte den Kampf zum meinigen, nicht zu dem Gottes, und wurde gespannt und ängstlich. Etwa eine Stunde lang kam kein Anruf, und als ich das Telefon ansah, merkte ich, dass der Hörer die ganze Zeit abgehängt und aus diesem Grund die Verbindung abgeschnitten war. Meine Ängstlichkeit, Furcht und der Glaube, dass etwas meinen Anruf verhindern könne, hatten den Fernsprecher vollständig außer Dienst gesetzt. Ich begriff, was ich getan hatte, und fing sofort an, die Angelegenheit zu segnen. Ich taufte sie Erfolg und erklärte, ich kann gar keinen Anruf versäumen, der durch das göttliche Vorrecht für mich bestimmt ist. Ich bin unter Gnade und nicht unter dem Gesetz. Nach 2 Minuten kam für mich ein wichtiger Anruf und etwa eine Stunde später das von mir erwartete Gespräch. Über eine ruhige See fahren unsere Schiffe in den Hafen.
Solange der Mensch einer Angelegenheit widerstrebt, wird sie bei ihm bleiben. Wenn er von ihr fortzulaufen versucht, wird sie ihm nachlaufen. Ich erzählte dies einer Frau und sie sagte, wie wahr das ist. Ich war zu Hause unglücklich. Ich hatte meine Mutter nicht gern, da sie so kritisch und herrisch war. Da lief ich fort und heiratete. Ich hatte jedoch sozusagen meine Mutter geheiratet, denn mein Mann war ganz genau wie meine Mutter und ich musste dieselben Zustände ertragen. Sei willfährig deinem Widersacher. Dies bedeutet, gib zu, dass die ungute Angelegenheit gut ist. Bleibe von ihr unberührt und sie wird von selbst von dir abfallen. Nichts von diesen Dingen berührt mich, ist eine wunderbare Erklärung. Unharmonische Zustände entstehen aus irgendeiner Disharmonie im Menschen selbst. Wenn es in ihm keine gefühlsmäßige Erwiderung auf einen unharmonischen Zustand gibt, verschwindet dieser für immer aus seinem Weg. So sehen wir, dass die Arbeit, die der Mensch leisten muss, stets in ihm selbst liegt. Manche haben mich gebeten, behandeln Sie bitte meinen Mann oder meinen Bruder, damit sie sich ändern. Nein, lautet in einem solchen Falle meine Erwiderung. Ich werde Sie behandeln, damit Sie sich ändern. Wenn Sie sich geändert haben, werden Ihr Mann und Ihr Bruder sich auch ändern. Eine meiner Schülerinnen hatte die Gewohnheit zu lügen. Ich sagte ihr, dies führe nur zu Misserfolg und wenn sie lüge, würde sie auch belogen werden. Sie antwortete, das macht mir nichts aus. Ich kann unmöglich ohne zu lügen vorwärts kommen. Eines Tages sprach sie am Telefon mit einem Mann, den sie sehr liebte. Sie wandte sich mir zu und sagte, ich traue ihm nicht. Ich weiß, dass er mich anlügt. Ich antwortete, nun, sie lügen selbst. Deshalb muss jemand sie anlügen und sie können sicher sein, dass es gerade der Mensch sein wird, von dem sie die Wahrheit haben möchten. Kurz darauf trafen wir uns und sie sagte, ich bin vom Lügen geheilt. Was heilte sie? Fragte ich. Sie antwortete, ich lebte mit einer Frau, die mehr log als ich. Man wird oft von Fehlern geheilt, indem man sie in anderen sieht. Das Leben ist ein Spiegel. Und wir sehen nur uns selbst in unseren Mitmenschen wiedergespiegelt. In der Vergangenheit zu leben, ist eine Methode des Misserfolgs und eine Verletzung des geistigen Gesetzes. Paulus sagt, sehet, jetzt ist die angenehme Zeit, jetzt ist der Tag des Heils. Lots Weib sah hinter sich und ward zur Salzsäule. Die Vergangenheit und die Zukunft sind Diebe der Zeit. Der Mensch sollte die Vergangenheit segnen und sie vergessen, wenn sie ihn in Knechtschaft hält. Er sollte die Zukunft segnen in dem Bewusstsein, dass sie endlose Freuden für ihn enthält. Er sollte aber vollständig im Jetzt leben. Ein Beispiel. Eine Frau kam zu mir und klagte, dass sie kein Geld habe, um Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Sie sagte, letztes Jahr war alles so anders. Ich hatte genügend Geld und machte schöne Geschenke und dieses Jahr habe ich kaum einen Cent. Ich antwortete, Sie werden nie Geld verwirklichen, wenn Sie sich bemitleiden und in der Vergangenheit leben. Leben Sie gänzlich im Jetzt und bereiten Sie sich vor, Weihnachtsgeschenke zu geben. Graben Sie Ihre Gräben und das Geld wird kommen. Sie rief aus, ich weiß, was ich tun werde. Ich werde für die Weihnachtsgeschenke Seidenpapier, buntes Band und Anhängezettel kaufen. Ich sagte, ja, tun Sie das. Und die Geschenke werden kommen und sich zu dem Papier gesellen. Es ist ein Beispiel von finanzieller Furchtlosigkeit und Glauben an Gott, wo das verstandesmäßige Denken gesagt hätte, halte an jedem Cent, den du hast, fest, du weißt nicht, ob du mehr bekommen wirst. Sie kaufte das Papier, Band und die Anhängezettel und einige Tage vor Weihnachten erhielt sie als Geschenk eine größere Geldsumme.
Das Kaufen des Papiers und des Bandes hatte ihrem Unterbewusstsein ein Gefühl der Erwartung aufgeprägt und den Weg zur Verwirklichung des Geldes geöffnet. Sie kaufte alle Geschenke ein. Der Mensch muss wie im Augenblick schwebend leben. Achte wohl auf den heutigen Tag. Darin liegt die Begrüßung des aufgehenden Tages, heißt es im Sanskrit. Der Mensch muss geistig wach sein, jede Anregung erwarten, jede Gelegenheit ausnützen. Eines Tages sagte ich andauernd zu mir selbst: Unendlicher Geist, lass mich im Spiel des Lebens gewinnen. Noch am gleichen Tag wurde mir etwas sehr Wichtiges mitgeteilt. Es ist nötig, den Tag mit den richtigen Worten zu beginnen. Mache gleich beim Erwachen eine Erklärung, zum Beispiel: Dein Wille geschehe heute. Heute ist der Tag der Vollendung. Ich danke für diesen vollkommenen Tag. Wunder wird sich an Wunder reihen und Wunder werden nie aufhören. Mache dir dies zur Gewohnheit und du wirst sehen, wie Wunder in dein Leben eintreten. Eines Morgens nahm ich ein Buch zur Hand und las: Schaue mit Staunen das an, was vor dir liegt. Es schien meine Botschaft für jenen Tag zu sein, deshalb wiederholte ich es wieder und wieder. Schaue mit Staunen das an, was vor dir liegt. Mittags wurde mir eine große Summe Geld gegeben, die ich zu einem bestimmten Zweck wünschte. Einige Worte der Behauptung habe ich als sehr wirksam empfunden. Man sollte jedoch keine Behauptung anwenden, wenn die Worte nicht für das eigene Bewusstsein ganz und gar befriedigend und überzeugend sind. Man ändert eine Behauptung oft um, damit sie für verschiedene Menschen passt. Die folgenden Worte haben vielen Menschen Erfolg gebracht. Die richtige Arbeit habe ich schon. Ich gebe mein Bestes für richtigen Lohn. Dies ist eine sehr mächtige Erklärung, da man immer den richtigen Lohn für die geleistete Arbeit bekommen sollte und ein Reim sich ganz leicht in das Unterbewusstsein versenkt. Eine Frau sang diese Worte laut vor sich hin und bald erhielt sie die richtige Arbeit. Sie gab ihr Bestes und sie erhielt den richtigen Lohn. Ein Geschäftsmann nahm diese Worte und änderte das Wort Arbeit in Geschäft um. Er wiederholte immer wieder: Das richtige Geschäft habe ich schon, ich gebe mein Bestes für richtigen Lohn. Am Nachmittag desselben Tages hatte er Erfolg, obgleich er seit Monaten nichts zu tun gehabt hatte. Jede Behauptung muss mit Bedacht ausgedrückt werden und den Fall vollständig decken. Ein Beispiel: Eine Frau war in großer Not und hatte Arbeit sehr nötig. Sie erhielt viel Arbeit, wurde aber dafür nicht bezahlt. Jetzt weiß sie, dass sie hinzufügen sollte: Ich gebe mein Bestes für richtigen Lohn. Es ist des Menschen göttliches Vorrecht, reichlich zu haben und mehr als genug. So werden deine Scheunen voll werden und deine Kelter mit Most übergehen. Dies ist Gottes Idee für den Menschen. Und wenn der Mensch die Schranken des Mangels in seinem eigenen Bewusstsein niederreißt, wird das goldene Zeitalter für ihn anbrechen und jeder rechtschaffene Wunsch seines Herzens wird erfüllt werden. Das Gesetz des Karmas und das Gesetz der Vergebung. Der Mensch erhält nur das, was er gibt. Das Spiel des Lebens ist ein Bumerangspiel. Die Gedanken, Taten und Worte des Menschen kehren früher oder später mit erstaunlicher Genauigkeit zu ihm zurück. Dies ist das Gesetz des Karmas.
Karma bedeutet im Sanskrit Wiederkehr. Denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Eine Freundin erzählte mir eine Geschichte, die dieses Gesetz gut erklärt. Sie sagte: Ich schaffe mir mein ganzes Karma durch mein Verhalten gegen meine Tante. Alles, was ich zu ihr sage, wird auch mir von einem anderen gesagt. Zu Hause bin ich oft ungeduldig. Und eines Tages sagte ich zu meiner Tante, die mir während des Essens viel erzählte: Bitte sprich nicht weiter, ich möchte in Frieden essen. Am nächsten Tag nahm ich das Mittagsmahl mit einer Frau ein, auf die ich gerne einen guten Eindruck gemacht hätte. Ich sprach lebhaft zu ihr, als sie sagte: Bitte sprechen Sie nicht weiter, ich möchte in Frieden essen. Meine Freundin hat ein hochentwickeltes Bewusstsein, deshalb kehrt ihr Karma viel schneller zu ihr zurück als zu einem auf der durchschnittlichen Ebene Stehenden. Je mehr ein Mensch weiß, desto mehr ist er verantwortlich, und ein Mensch mit Kenntnis des geistigen Gesetzes, das er nicht anwendet, leidet sehr darunter. Der Weisheit Anfang ist des Herrn Furcht. Wenn wir das Wort Gesetz anstelle des Wortes Herr setzen, werden viele Stellen der Bibel viel klarer. Die Rache ist mein. Ich will vergelten, spricht der Herr. Also das Gesetz. Es ist das Gesetz, das Rache nimmt, nicht Gott. Gott schaut den Menschen als vollkommen, ihm zum Bilde, und hat ihm Macht gegeben. Dies ist die vollkommene Idee des Menschen, im göttlichen Geiste befestigt, des Menschen Anerkennung erwartend, denn der Mensch kann nur so sein, wie er sich fühlt, und er kann nur das erlangen, was er im Geiste sich erlangen sieht. Nichts geschieht ohne einen Zuschauer, ist ein altes Sprichwort. Der Mensch sieht zuerst seinen Erfolg oder Misserfolg, seine Freude oder sein Leid, ehe diese aus den Bildern, die in seinem eigenen Geiste vorhanden sind, in die Sichtbarkeit hervortreten. Das ist so bei der Mutter, die in ihrem Kind Krankheit erblickt, oder bei der Frau, die in ihrem Mann Erfolg sieht. Jesus Christus sagte: Ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Folglich sehen wir, dass Freiheit von allen unerwünschten Zuständen durch das Erkennen kommt, die Erkenntnis der geistigen Gesetze. Gehorsam geht der Autorität vor, und das Gesetz ist dem Menschen gehorsam, wenn er dem Gesetz gehorsam ist. Dem Gesetz der Elektrizität muss Gehorsam geleistet werden, ehe sie des Menschen Diener wird. Wenn man falsch mit der Elektrizität umgeht, wird sie des Menschen tödlicher Feind. So ist es auch mit den Gesetzen des Geistes. Eine Frau mit einem sehr starken persönlichen Willen wünschte, ein Haus zu besitzen, das einem Bekannten gehörte, und sie stellte sich oft bildlich vor, dass sie in dem Hause wohnte. Nicht lange danach starb der Mann und sie zog in das Haus. Nach einigen Jahren, nachdem sie sich die Kenntnisse des geistigen Gesetzes angeeignet hatte, sagte sie zu mir: Glauben Sie, dass ich irgendetwas mit dem Tod dieses Mannes zu tun hatte? Ich antwortete: Ja. Ihr Wunsch war so stark, dass alles in ihm nachgab, aber sie haben ihre Karmaschuld bezahlt. Ihr Mann, den sie sehr liebten, ist kurz darauf gestorben, und das Haus war jahrelang für sie eine schwere Last. Weder der erste Besitzer noch ihr Mann hätten jedoch durch ihre Gedanken beeinflusst werden können, wenn sie in der Wahrheit gegründet gewesen wären, aber beide standen unter dem Karma-Gesetz. Die Frau hätte sagen sollen, da ihr Wunsch nach jenem Haus sehr stark war: Unendliche Intelligenz, gib mir das richtige Haus, ebenso reizend wie dieses, das Haus, das durch göttliches Vorrecht das meinige ist.
Die göttliche Wahl hätte ihr selbst vollständige Befriedigung und den anderen Gutes gebracht. Das göttliche Vorbild ist das einzige sichere Vorbild, nach dem wir arbeiten sollen. Das Wünschen ist eine mächtige Kraft und es muss in den richtigen Kanal geleitet werden, sonst erfolgt Chaos. Um etwas zu verwirklichen, ist der erste und wichtigste Schritt, richtig zu bitten. Der Mensch sollte immer nur das verlangen, was durch das göttliche Recht sein ist. Um zum Beispiel zurückzukehren. Hätte die Frau sich gesagt, wenn dieses Haus, das ich mir wünsche, das meinige ist, kann ich es nicht verlieren. Wenn es nicht das meinige ist, gib mir ein entsprechendes. So würde der Mann sich vielleicht entschlossen haben, harmonisch auszuziehen, wenn es für die göttliche Wahl gewesen wäre oder ein anderes Haus wäre ihr als Ersatz zuteil geworden. Alles, was durch persönlichen Willen gewaltsam zur Verwirklichung gebracht wird, ist immer auf unrechtmäßige Weise erworben und ist stets ein Misserfolg. Der Mensch wird ermahnt, dein Wille geschehe. Und das Sonderbare ist, dass der Mensch immer gerade das erhält, was er sich wünscht, wenn er seinen persönlichen Willen aufgibt, wodurch er ermöglicht, dass die unendliche Intelligenz durch ihn wirkt. Stehet fest und sehet zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Das heißt, was das Gesetz tun wird. Eine Frau kam in großer Not zu mir. Ihre Tochter hatte sich entschlossen, eine gefährliche Reise zu machen, und die Mutter war von Furcht erfüllt. Sie sagte, sie habe jedes Beweismittel versucht, hatte auf die damit verbundenen Gefahren aufmerksam gemacht, hatte ihr verboten zu gehen, aber die Tochter wurde dadurch nur widerspenstiger und entschlossener. Ich sagte zu der Mutter, sie drängen ihrer Tochter ihren persönlichen Willen auf, wozu sie kein Recht haben, und ihre Furcht vor dieser Reise ist von Schaden, denn der Mensch zieht das heran, wovor er sich fürchtet. Ich fuhr fort, geben Sie die Sache frei. Nehmen Sie Ihre mentalen Hände weg, legen Sie die Sache in Gottes Hand und erklären Sie, ich lege diese Sache in die Hände der göttlichen Liebe und Weisheit. Wenn diese Reise der göttliche Plan ist, will ich sie segnen und ihr nicht widerstehen. Wenn sie jedoch nicht göttlich geplant ist, danke ich, dass sie jetzt aufgegeben und aufgelöst ist. Einige Tage darauf sagte ihr die Tochter, Mutter, ich werde die Reise nicht machen. Und die Angelegenheit fiel in das ursprüngliche Nichts zurück. Zu lernen, fest zu stehen, ist für den Menschen sehr schwierig. Ich möchte ein weiteres Beispiel anführen, das zeigt, wie das Sehen und Ernten sich in sonderbarer Weise auswirkt. Eine Frau besuchte mich und sagte, sie habe einen gefälschten Geldschein in der Bank erhalten. Sie war sehr beunruhigt, denn sie sagte, die Angestellten in der Bank werden ihren Fehler nie zugeben. Ich antwortete, wir wollen diese Angelegenheit untersuchen und herausbringen, warum sie zu sich heranzogen. Sie dachte nach und rief dann aus, ich weiß warum, ich sandte einer Freundin zum Spaß etwas Bühnengeld. Deshalb hatte das Gesetz ihr auch Bühnengeld geschickt, denn es versteht keinen Spaß. Ich sagte, jetzt wollen wir das Gesetz der Vergebung anrufen und die Sache ausgleichen. Das Christentum ist auf das Gesetz der Vergebung gegründet. Christus hat uns von dem Fluch des Karma-Gesetzes erlöst, und der Christus in einem jeden Menschen ist sein Erlöser und seine Rettung aus allen unharmonischen Zuständen. Da betete ich, unendlicher Geist, wir rufen das Gesetz der Vergebung an und danken, dass diese Frau unter der Gnade steht und nicht unter dem Gesetz, und dass sie das Geld, das durch das göttliche Recht ihr gehört, nicht verlieren kann. Jetzt gehen Sie zur Bank zurück und sagen, dass der Schein Ihnen irrtümlicherweise gegeben wurde. Sie tat dies und zu ihrer Überraschung entschuldigte man sich, gab ihr einen anderen Geldschein und war äußerst höflich zu ihr.
So gibt die Kenntnis des Gesetzes dem Menschen die Macht, seine Fehler auszulöschen. Der Mensch kann das Äußere nicht zwingen, das zu sein, was er selbst nicht ist. Wenn er Reichtum wünscht, muss er zuerst im Bewusstsein reich sein. Eine Frau wollte für Wohlstand behandelt werden. Sie hatte wenig Interesse an ihrem Haushalt und ihr Heim war in großer Unordnung. Ich erklärte ihr, wenn sie reich sein wollen, müssen sie ihre Sachen in Ordnung haben. Alle Menschen, die sehr reich sind, halten ihre Angelegenheiten in Ordnung. Ordnung ist des Himmels erstes Gesetz. Sie werden nie reich sein, solange ihr Heim in solcher Unordnung ist. Sie fing sofort an, ihr Haus in Ordnung zu bringen. Sie stellte die Möbel um, räumte die Schubladen der Kommode auf, klopfte die Teppiche und bald kam es bei ihr zu einer großen finanziellen Verwirklichung durch das Geschenk eines Verwandten. Die Frau hatte sich selbst geändert und hält sich finanziell dadurch auf der Höhe, dass sie immer auf das Äußere achtsam ist und Wohlstand erwartet in dem Bewusstsein, dass Gott ihre Versorgung ist. Viele Menschen sind sich der Tatsache unbewusst, dass Geschenke und Dinge Kapitalanlagen sind und dass Hamstern und Kargen unweigerlich zum Verlust führen. Einer teilt aus und hat immer mehr, ein anderer kargt und wird doch ärmer. Ich kannte einen Mann, der sich einen neuen, mit Pelz gefütterten Überzieher kaufen wollte. Er und seine Frau gingen in verschiedene Geschäfte, fanden jedoch keinen passenden. Er sagte, sie sehen alle zu billig aus. Schließlich wurde ihm ein teurer Mantel gezeigt, der fast alles Geld kostete, was der Mann besaß. Das verstandesmäßige Denken hätte gesagt, du kannst es dir nicht leisten, beinahe alles, was du hast, für einen Mantel auszugeben. Er war aber gewohnt, seiner inneren Stimme zu gehorchen und überlegte nicht lange. Er wandte sich zu seiner Frau und sagte, wenn ich diesen Mantel habe, werde ich viel Geld verdienen können. Da stimmte seine Frau zu, jedoch etwas zögernd. Etwa einen Monat später wurde ihm eine Arbeit überlassen, an der er sehr viel verdiente. Der Mantel hatte dem Mann ein solch reiches Bewusstsein gegeben, dass er mit Erfolg und Wohlstand verbunden war. Ohne den Mantel hätte er diese Arbeit nie erhalten. Es war eine Kapitalanlage, die große Dividenden trug. Wenn der Mensch diese innere Stimme nicht beachtet, die ihn zum Geben oder zum Ausgeben anregt, wird die gleiche Menge Geld auf einem uninteressanten oder unglücklichen Weg verbraucht werden. Ein Beispiel. Eine Frau erzählte mir, dass sie ihrer Familie gesagt hatte, sie könnten sich bei einer Geburtstagsfeier das übliche Festessen nicht leisten. Sie hatte das nötige Geld, aber sie wollte es sparen. Einige Tage später wurde aus der Kommode in ihrem Zimmer gerade jenes Geld gestohlen, das für ein gutes Essen gereicht hätte. Das Gesetz unterstützt immer den Menschen, der furchtlos und mit Weisheit ausgibt. Eine meiner Schülerinnen machte mit ihrem kleinen Neffen Einkäufe. Das Kind bettelte um ein bestimmtes Spielzeug, aber sie sagte, sie könne sich ein solches nicht leisten. Plötzlich sah sie ein, dass sie Mangel schaute und Gott nicht als ihre Versorgung erkannte. Sie kaufte das Spielzeug und auf dem Heimweg fand sie auf der Straße gerade die Summe, die sie dafür ausgegeben hatte. Die Versorgung des Menschen ist unerschöpflich und unfehlbar, wenn man auf sie vertraut, aber Glaube oder Vertrauen müssen der Verwirklichung vorausgehen. Euch geschehe nach eurem Glauben. Der Glaube ist eine gewisse Zuversicht auf das, was man erhofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Denn der Glaube hält die Vision fest. Die gegenteiligen Bilder werden ausgelöscht und verbannt. Und zu seiner Zeit
werden wir auch ernten ohne Aufhören. Jesus Christus brachte die gute Botschaft, das Evangelium, dass es ein höheres Gesetz als das Gesetz des Karmas gibt und dass jenes Gesetz das Gesetz des Karmas weit überragt. Es ist das Gesetz der Gnade oder der Vergebung. Es ist das Gesetz, das den Menschen von dem Gesetz der Ursache und Wirkung, dem Gesetz der Folgen, befreit. Sinnte mal, ihr nicht unter dem Gesetze seid, sondern unter der Gnade. Es wird uns gesagt, dass auf diesem Erdball der Mensch erntet, wo er nicht gesät hat. Die Gaben Gottes werden einfach auf ihn ausgeschüttet. All das, was das Reich sich leisten kann, ist sein. Dieser dauernde Zustand der Wonne erwartet den Menschen, der die Gedanken der Menschheit, das heißt der Welt, überwunden hat. In der Welt, also in den irdischen Gedanken, liegt Angst. Jesus Christus jedoch sagte: Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Der irdische Gedanke ist ein Gedanke der Sünde, der Krankheit und des Todes. Jesus sah deren vollständige Unwirklichkeit und sagte, dass Krankheit und Leid vergehen werden und dass sogar der Tod, der letzte Feind, überwunden werden wird. Wir wissen, dass von einem wissenschaftlichen Standpunkt aus der Tod überwunden werden könnte, wenn dem Unterbewusstsein die Überzeugung der ewigen Jugend und des ewigen Lebens eingeprägt würde. Das Unterbewusstsein, da es lediglich Macht ohne Bestimmungsvermögen ist, führt alle Befehle aus, ohne zu fragen. Wenn man unter der Leitung des Überbewusstseins, des inwendig im Menschen wohnenden Christus oder Gottes arbeitet, dann vollbringt man die Auferstehung des Körpers. Man würde dann nicht mehr den Körper im Tode abwerfen, er würde in die Unsterblichkeit, von der Paulus spricht, verwandelt werden, denn das Christentum ist auf die Vergebung der Sünde und ein leeres Grab gegründet. Anliegen auf den Herrn werfen. Wenn der Mensch seine eigene Macht und die Tätigkeit seines Denkens kennt, ist sein großer Wunsch, einen leichten Weg zu finden, um das Unterbewusstsein durch das Gute zu beeinflussen. Lediglich intellektuelle Kenntnis der Wahrheit wird keine Ergebnisse hervorrufen. In meinem Fall erfuhr ich, dass der leichteste Weg der war, mein Anliegen auf den Herrn zu werfen. Das Einzige, wodurch irgendetwas in der Natur Körperschwere hat, ist das Gesetz der Schwerkraft. Wenn ein Fels hoch genug über die Erde gehoben wird, hat der Fels keine Schwere mehr. Dies meinte Jesus Christus, als er sagte: Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Er hatte die Schwingungen der Erde überwunden und betätigte sich im Reich der vierten Dimension, wo es nur Vollkommenheit, Vollständigkeit, Leben und Freude gibt. Er sagte: Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmet auf euch mein Joch und lernet von mir, denn mein Joch ist sanft und meine Last leicht. In Psalm 55 wird uns auch gesagt: Wirf dein Anliegen auf den Herrn. Viele Worte in der Bibel weisen darauf hin, dass der Streit Gottes ist und nicht des Menschen. Und die Menschen werden stets ermahnt: Stehet fest und sehet zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Dies deutet an, dass das Überbewusstsein, das heißt, der inwendig in uns wohnende Christus,
den Streit des Menschen führt und ihm sein Anliegen abnimmt. Wir sehen dadurch ein, dass der Mensch ein Gesetz verletzt, wenn er ein Anliegen mit sich herumträgt, und ein Anliegen in diesem Fall heißt ein irrtümlicher Gedanke oder Zustand, und dieser Gedanke oder Zustand hat seine Wurzel im Unterbewusstsein. Es kommt uns beinahe unmöglich vor, Fortschritte darin zu machen, das Unterbewusstsein vom Bewusstsein aus, das heißt vom verstandesmäßigen Denken, zu lenken. Da das verstandesmäßige Denken in seinen Begriffen begrenzt und von Zweifeln und Ängsten erfüllt ist. Wie wissenschaftlich ist es dann, das Anliegen auf das Überbewusstsein, das heißt, den Christus in uns zu werfen, wo es zum Licht wird oder in sein ursprüngliches Nichts aufgelöst wird. Eine Frau, die dringend Geld benötigte, machte die Erklärung: Ich werfe dieses Anliegen des Mangels auf den Christus in mir und ich bin frei, um genügend zu haben. Der Glaube an Mangel war ihr Anliegen, und da sie es auf den Christus in ihr geworfen hatte, überflutete das Überbewusstsein das Unterbewusstsein mit dessen Glauben an Fülle, und eine Lawine der Versorgung war die Folge. Wir lesen: Christus in euch, der da ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Ein Beispiel. Einer meiner Schülerinnen wurde ein neues Klavier geschenkt. Sie hatte jedoch dafür keinen Platz in ihrem Musikzimmer, solange nicht das alte Klavier entfernt worden war. Sie war bestürzt. Sie wollte das alte Klavier nicht behalten, aber sie wusste nicht, wohin sie es schicken sollte. Sie wurde verzweifelt, da das neue Klavier sofort geliefert werden sollte. Es war in der Tat schon unterwegs. Da fiel ihr ein zu sagen: Ich werfe dieses Anliegen auf den Herrn und bin frei. Einige Minuten später klingelte das Telefon. Eine Freundin fragte sie, ob sie ihr altes Klavier mieten könne, und es wurde einige Minuten vor dem Eintreffen des neuen Klaviers weggebracht. Ich kannte eine Frau, deren Anliegen Groll war. Sie sagte: Ich werfe dieses Anliegen des Grolls auf den Christus in mir und bin frei, um liebend und harmonisch glücklich zu sein. Das allmächtige Überbewusstsein überflutete ihr Unterbewusstsein mit Liebe und ihr ganzes Leben wandelte sich. Jahrelang hatte der Groll sie in einem Zustand der Qual gehalten und ihr Unterbewusstsein war davon gefangen. Solche Erklärungen sollten unausgesetzt wiederholt werden, manchmal stundenlang, still oder laut, mit Ruhe und Entschlossenheit. Ich habe dies oft mit dem Aufziehen eines alten Grammophons verglichen. Wir müssen uns mit dem gesprochenen Wort aufziehen. Ich habe die Beobachtung gemacht, dass man einige Zeit nach dem Abwerfen des Anliegens klarer sieht. Es ist unmöglich, klar zu schauen, solange man in den Nöten des sterblichen Geistes steckt. Zweifel und Furcht vergiften Geist und Körper, und man stellt sich alles Mögliche vor und zieht dadurch Unheil und Krankheit zu sich heran. Wenn man stets die Erklärung wiederholt: Ich werfe dieses Anliegen auf den Christus in mir und bin frei, so wird die Vision klar. Und damit stellt sich zugleich ein Gefühl der Erleichterung ein. Ich werfe dieses Anliegen auf den Christus in mir und bin frei. Ich führe noch ein Beispiel an, um zu zeigen, wie früher oder später das Gute erscheint, sei dies Gesundheit, Glück oder Versorgung. Einer meiner Schüler bat mich einmal zu erklären, warum es gerade vor der Dämmerung am dunkelsten sei. Ich habe die Tatsache schon erwähnt, dass oft alles schief zu gehen scheint, ehe eine große Verwirklichung zustande kommt. Tiefe Niedergeschlagenheit verdunkelt das Bewusstsein. Dies bedeutet, dass Zweifel und Furcht der Jahrhunderte aus dem Unterbewusstsein hochkommen. Der Unrat aus dem Unterbewusstsein steigt an die Oberfläche, um vernichtet zu werden.
In einem solchen Zustand schlägt der Mensch wie Josaphat die Zimbeln und dankt, dass er gerettet ist, wenn es auch scheint, dass er vom Feind, das heißt dem Zustand des Mangels oder der Krankheit umgeben ist. Der Schüler fragte weiter: Wie lange muss man im Dunkeln bleiben? Und ich antwortete: Bis man in der Dunkelheit sehen kann. Wenn man sein Anliegen auf den Herrn wirft, so verhilft uns dies dazu, im Dunkeln sehen zu können. Tätiger Glaube ist immer erforderlich, um dem Unterbewusstsein etwas aufzuprägen. Also auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, ist er tot an ihm selber. Im Vorangegangenen habe ich versucht, dies klarzumachen. Jesus Christus zeigte tätigen Glauben. Er hieß das Volk sich lagern auf der Erde, ehe er Dank sagte für das Brot und die Fische. Tätiger Glaube ist tatsächlich die Brücke, auf der man in das gelobte Land hinüberschreitet. Durch ein Missverständnis war eine Frau von ihrem Manne, der sie sehr liebte, getrennt. Er verweigerte alle Angebote der Versöhnung und wollte nichts mehr mit ihr zu tun haben. Als sie zur Kenntnis des geistigen Gesetzes kam, verneinte sie die Erscheinung der Trennung. Sie machte folgende Erklärung: Im göttlichen Geiste gibt es keine Trennung. Deshalb kann ich von der Liebe und der Kameradschaft, die durch das göttliche Vorrecht mein sind, nicht getrennt sein. Sie zeigte tätigen Glauben dadurch, dass sie täglich einen Platz für ihren Mann am Tisch deckte. Dadurch prägte sie ihrem Unterbewusstsein das Bild seiner Wiederkehr ein. Über ein Jahr verging, jedoch wankte sie nicht und eines Tages kam er nach Hause. Das Unterbewusstsein wird oft durch Musik beeinflusst. Die Musik hat die Eigenschaft des Reiches der vierten Dimension und befreit die Seele aus ihrer Gefangenschaft. Sie lässt wunderbare Dinge möglich und leicht vollbringbar erscheinen. Ich habe eine Freundin, die ihre Musikanlage täglich für diesen Zweck gebraucht. Es bringt sie in vollständige Harmonie und befreit die Vorstellungskraft. Eine andere Frau tanzt oft, während sie ihre Erklärungen sagt. Der Rhythmus und die Harmonie der Musik und der Bewegung tragen ihre Worte mit gewaltiger Macht weiter. Der Schüler muss auch darauf bedacht sein, den Tag der kleinen Dinge nicht zu verachten. Unweigerlich kommen, ehe die Verwirklichung vollbracht wird, Zeichen des Landes. Ehe Kolumbus in Amerika ankam, sah er Vögel und Treibholz, die ihm bewiesen, dass das Land nahe war. Ebenso ist es mit einer Verwirklichung. Manchmal hält der Schüler diese Zeichen für die Verwirklichung selbst und ist enttäuscht. Eine Frau sprach das Wort für neues Geschirr. Nicht lange darauf gab ihr eine Freundin einen Teller, der alt und gesprungen war. Sie sagte zu mir: Nun, ich bat um neues Geschirr und alles, was ich erhielt, war ein gesprungener Teller. Ich antwortete: Der Teller ist sozusagen nur ein Zeichen des Landes. Er zeigt Ihnen, dass das Geschirr kommt. Betrachten Sie ihn als Vögel und Treibholz. Nicht lange danach kam das Geschirr. Immer sich selbst etwas vorzumachen, wie Kinder zu spielen, beeinflusst das Unterbewusstsein. Wenn wir uns als reich und als erfolgreich sehen, zu seiner Zeit werden wir auch ernten. Kinder machen sich immer etwas vor und Jesus sagte: Es sei denn, dass ihr euch umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Ich kannte ein Mädchen, das sehr arm war, aber nichts konnte der jungen Frau ein Gefühl der Armut geben. Sie verdiente ein wenig Geld bei reichen Freundinnen, die sie stets an ihre Armut erinnerten und sie ermahnten, vorsichtig und sparsam zu sein. Ungeachtet ihrer Mahnungen gab sie alles, was sie verdiente, aus für einen Hut oder um jemandem ein Geschenk zu machen, und sie war dabei immer überglücklich. Ihre Gedanken waren stets auf schöne Kleider und eine schöne Umgebung gerichtet, jedoch ohne Neid auf andere. Sie lebte in einer Welt des Wunderbaren, und nur Reichtümer kamen ihr als wirklich vor.
Kurz darauf heiratete sie einen reichen Mann und die schöne Umgebung und die schönen Dinge wurden Wirklichkeit. Ich weiß nicht, ob dieser Mann die göttliche Wahl für sie war, aber Wohlstand musste sich in ihrem Leben ausdrücken, da sie sich nur Wohlstand vorgestellt hatte. Es gibt für den Menschen weder Frieden noch Glück, bis er alle Furcht aus dem Unterbewusstsein ausgelöscht hat. Die Furcht ist missbrauchte Energie und muss in die richtige Bahn gebracht, das heißt in Glauben verwandelt werden. Jesus Christus sagte: Wie seid ihr so furchtsam? Wie, dass ihr keinen Glauben habt? Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Ich werde sehr oft von meinen Schülern gefragt: Wie kann ich die Furcht loswerden? Meine Antwort lautet: Dadurch, dass sie der Sache, vor der sie Furcht haben, entgegentreten. Der Löwe hat seine Wildheit von deiner Furcht. Tritt dem Löwen entgegen, und er wird von dir weichen. Laufe von ihm fort, und er wird dir nachlaufen. Der Löwe des Mangels verschwindet, wenn der Mensch furchtlos sein Geld ausgibt und seinen Glauben beweist, dass Gott seine Versorgung und deshalb unfehlbar ist. Viele meiner Schüler sind aus der Knechtschaft der Armut herausgetreten und sind jetzt reichlich versorgt dadurch, dass sie alle Furcht beim Geldausgeben verloren haben. Dem Unterbewusstsein wird die Wahrheit aufgeprägt, dass Gott der Geber und die Gabe ist. Deshalb ist man eins mit dem Geber, man ist eins mit der Gabe. Eine prachtvolle Erklärung ist folgende: Ich danke jetzt Gott, dem Geber, für Gott der Gabe. Der Mensch hat sich so lange von seinem Guten und seiner Versorgung durch Gedanken des Getrenntseins und des Mangels ferngehalten, dass manchmal Dynamit nötig ist, um diese irrigen Ideen aus seinem Unterbewusstsein loszusprengen. Ein großes Erlebnis stellt solches Dynamit dar. Der Mensch sollte sich stündlich beobachten, um herauszufinden, ob Furcht oder Glaube die Beweggründe seines Tuns sind. Erwählet euch heute, wem ihr dienen wollt, Furcht oder Glauben. Du fürchtest dich vielleicht vor bestimmten Persönlichkeiten, dann gehe den Menschen, die du fürchtest, nicht aus dem Weg. Sei willens, ihnen freundlich zu begegnen. Sie werden sich entweder als goldene Glieder in der Kette deines Guten erweisen oder harmonisch aus deinem Gesichtskreis verschwinden. Vielleicht fürchtest du dich vor Krankheit oder Bazillen. Dann solltest du in einer bazillenreichen Umgebung furchtlos und unbesorgt sein und du wirst unantastbar werden. Man kann Bazillen nur in sich aufnehmen, wenn man sich in derselben Vibration wie die Bazillen befindet und die Furcht zieht den Menschen zu der Ebene der Bazillen herunter. Der krankheitstragende Bacillus ist selbstverständlich das Ergebnis des sterblichen Gemüts und alle Gedanken müssen sich verwirklichen. Bazillen bestehen nicht im Überbewusstsein, das heißt im göttlichen Geiste. Deshalb sind sie das Ergebnis der menschlichen Vorstellung. Plötzlich, in einem Augenblick, wird die Erlösung des Menschen kommen, wenn er erfasst, dass das Übel keine Macht hat. Die irdische Welt wird vergehen und das Reich der vierten Dimension, die Welt der Wunder, wird in Erscheinung treten. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Liebe. Jeder Mensch wird in diesem seinem Erdenleben in die Liebe eingeweiht. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebet. Uspensky sagt in seinem Buch Tertium Organum,
dass die Liebe ein kosmisches Phänomen sei und dem Menschen die Welt der vierten Dimension, die Welt des Wunderbaren öffne. Wirkliche Liebe ist selbstlos und frei von Furcht. Sie gießt sich auf den Gegenstand ihrer Liebe aus, ohne irgendeine Vergeltung zu fordern. Ihre Freude besteht in der Freude des Gebens. Liebe ist Gott in der Verwirklichung. Sie ist die mächtigste Anziehungskraft im Weltall. Reine, selbstlose Liebe zieht ihr eigenes zu sich heran. Sie braucht nicht das ihre zu suchen, noch es zu fördern. Kaum jemand hat die leiseste Ahnung von der wahren Liebe. Der Mensch ist selbstsüchtig, herrisch oder furchtsam in seinen Zuneigungen und verliert dadurch gerade das, was er liebt. Eifersucht ist der Liebe schlimmster Feind, denn die Einbildung läuft wild einher, sieht die Geliebte zu einem anderen hingezogen und unweigerlich wird diese Furcht zur Wirklichkeit, wenn sie nicht ausgeglichen wird. Eine Frau kam einmal in tiefer Not zu mir. Der Mann, den sie liebte, hatte sie einer anderen wegen verlassen und sagte, er wolle sie jetzt nicht mehr heiraten. Sie war von Eifersucht und Groll gepeinigt und meinte, sie hoffe, er würde so leiden müssen, wie sie jetzt durch ihn leide. Sie fuhr dann fort, wie konnte er mich verlassen, wenn ich ihn so liebte? Ich antwortete, sie lieben diesen Mann nicht, sie hassen ihn, und fügte hinzu, sie können nie erhalten, was sie nicht gegeben haben. Geben Sie vollkommene Liebe, und Sie werden vollkommene Liebe erhalten. Vervollkommnen Sie sich durch diesen Mann, geben Sie ihm eine vollkommene, selbstlose Liebe, ohne irgendetwas zu fordern. Tadeln oder verurteilen Sie nicht und segnen Sie ihn, wo er auch sein mag. Sie antwortete, nein. Ich werde ihn nicht segnen, ehe ich weiß, wo er ist. Nun, sagte ich, das ist nicht die wahre Liebe. Wenn Sie wahre Liebe aussenden, wird wahre Liebe zu Ihnen zurückkehren, entweder von diesem Mann oder von einem ihm Gleichwertigen. Wenn dieser Mann nicht die göttliche Wahl ist, werden Sie ihn nicht haben wollen. Da Sie eins mit Gott sind, sind Sie eins mit der Liebe, die Ihnen durch göttliches Vorrecht gehört. Mehrere Monate vergingen, und es blieb alles beim Alten. Sie arbeitete aber gewissenhaft an sich selbst. Ich sagte, wenn Sie nun nicht mehr durch seine Grausamkeit beunruhigt sind, wird er aufhören, grausam zu sein, da Sie dies durch Ihre eigenen Gefühle anziehen. Ich erzählte ihr dann von einer indischen Brüderschaft, deren Mitglieder zueinander nie »Guten Morgen« sagen. Sie sagen stattdessen, »Ich begrüße die Göttlichkeit in dir«. Sie grüßen die Göttlichkeit in jedem Menschen und in jedem wilden Tier des Dschungels, und sie werden nie verletzt, da sie nur Gott in jedem Lebewesen erblicken. Ich sagte, begrüßen Sie die Göttlichkeit in diesem Mann und sagen Sie, ich sehe nur dein göttliches Selbst. Ich sehe dich, wie Gott dich sieht, vollkommen, geschaffen zu seinem Ebenbild. Sie bemerkte, dass sie ruhiger wurde und dass ihr Groll langsam erlosch. Eines Tages sagte sie plötzlich, Gott segne ihn, wo immer er auch ist. Und ich sagte, das ist jetzt die wahre Liebe. Und wenn Sie nicht länger durch diese Sache beunruhigt werden, werden Sie seine Liebe haben oder eine ähnliche Liebe heranziehen. Ich zog damals gerade um und hörte einige Wochen nichts von ihr. Eines Morgens erhielt ich einen Brief, indem sie mir mitteilte, dass sie und der Mann verheiratet wären. Bei der ersten Gelegenheit besuchte ich sie. Meine ersten Worte waren, was geschah? Nun, rief sie, ein Wunder. Eines Tages, als ich erwachte, war aller Schmerz verschwunden. An jenem Abend traf ich ihn und er bat mich, ihn zu heiraten. Nach etwa einer Woche heirateten wir und ich habe nie einen rücksichtsvolleren Mann gesehen. Es gibt ein altes Sprichwort. Kein Mensch ist dein Feind. Kein Mensch ist dein Freund. Jeder Mensch
ist dein Lehrer. Folglich sollte jeder unpersönlich werden und das lernen, was ein jeder ihn lehren kann. Bald würde er all seine Lektionen lernen und frei sein, das heißt frei vom gefährlichen kleinen Ich. Der Liebhaber jener Frau lehrte sie selbstlose Liebe, was jeder Mensch früher oder später lernen muss. Für des Menschen Entwicklung ist das Leid nicht nötig, es ist das Ergebnis einer Verletzung des geistigen Gesetzes. Jedoch scheint es wenige Menschen zu geben, die sich ohne Leid aus ihrem Seelenschlaf aufrütteln können. Wenn der Mensch glücklich ist, wird er gewöhnlich selbstsüchtig und das Gesetz des Karmas tritt automatisch in Kraft. Der Mensch leidet oft Verlust durch einen Mangel an Anerkennung. Ich kannte eine Frau, die einen sehr netten Mann hatte, aber oft sagte sie, ich mache mir nichts aus der Ehe, doch will ich nichts gegen meinen Mann sagen, das Eheleben interessiert mich eben nicht. Sie hatte andere Interessen und kümmerte sich wenig um ihren Gatten. Sie dachte nur an ihn, wenn sie ihn sah. Eines Tages teilte ihr Mann ihr mit, dass er sich in eine andere Frau verliebt habe und sie verlassen wolle. Sie kam in Verzweiflung und Groll zu mir. Ich sagte, es ist genau das, wofür Sie das Wort gesprochen hatten. Sie sagten, Sie machen sich nichts aus der Ehe. Deshalb arbeitete Ihr Unterbewusstsein dahin, Sie von der Ehe zu befreien. Sie erwiderte, ach ja, jetzt begreife ich es. Der Mensch erhält das, was er sich wünscht, und dann fühlt er sich sehr verletzt. Sie hat sich bald zu der ganzen Lage harmonisch gestellt und wusste, dass beide getrennt viel glücklicher waren. Wenn eine Frau gleichgültig oder kritisch wird und aufhört, ihrem Mann eine Inspiration zu sein, vermisst er die Anregungen ihrer früheren Zuneigung und wird unglücklich. Ein Mann kam sehr verstimmt zu mir, elend und arm. Seine Frau interessiere sich für die Zahlenphilosophie und hatte seine Zahlen ausarbeiten lassen. Es scheint, dass das Ergebnis nicht erfreulich war, denn er sagte, meine Frau meint, ich werde nie etwas Richtiges werden, da meine Zahlen nicht die richtigen sind. Ich antwortete, ich kümmere mich nicht darum, was für Zahlen Sie haben. Sie sind im göttlichen Geist eine vollkommene Idee. Und wir werden den Erfolg und den Wohlstand fordern, die von jener unendlichen Intelligenz schon für sie geplant sind. Innerhalb weniger Wochen fand er eine gute Arbeit und einige Jahre später errang er großen Erfolg als Schriftsteller. Kein Mann ist in seinem Beruf erfolgreich, wenn er seine Arbeit nicht liebt. Das Bild, das der Künstler aus Liebe zu seiner Kunst malt, ist ein Meisterwerk. Das, was man nur um des Geldes willen tut, ist nicht das Beste. Kein Mensch kann das Geld zu sich heranziehen, wenn er es verachtet. Viele Menschen bleiben in Armut, weil sie sagen, das Geld bedeutet mir nichts und ich verachte jene Menschen, die es haben. Dies ist der Grund, warum Künstler arm sind. Ihre Verachtung des Geldes trennt sie von ihm. Ich erinnere mich, dass ein Künstler von einem anderen sagte, er ist kein bedeutender Künstler, er hat Geld auf der Bank. Diese Einstellung trennt den Menschen selbstverständlich von seiner Versorgung. Er muss mit etwas in Harmonie sein, um es heranzuziehen. Geld ist Gott im Ausdruck als Freiheit von Not und Beschränkung. Jedoch muss es stets in Umlauf gehalten und richtig verwendet werden. Hamstern und Kargen wirken mit grausamer Rache zurück. Dies bedeutet nicht, dass der Mensch nicht Häuser und Länder, Aktien und Wertpapiere haben soll, denn so werden deine Scheunen voll werden und deine Kelter mit Most übergehen. Es bedeutet, dass der Mensch nicht einmal mit dem Kapital kleinlich werden soll, wenn ein Fall eintritt, in dem Geld nötig ist. Wenn er sein Geld furchtlos und freudig hergibt, öffnet er den Weg, auf dem mehr hereinkommen kann, denn Gott ist des Menschen unfehlbare und unerschöpfliche Versorgung.
Dies ist die geistige Einstellung dem Geld gegenüber, und die große Bank des Unendlichen schließt nie ihre Tür. Die Erzählung vom Geiz ist ein gutes Beispiel dafür. Eine Frau gewann 5000 Euro in einer Verlosung, wollte sie aber nicht ausgeben. Sie hungerte und sparte und ließ auch ihren Mann leiden und hungern, und schließlich musste sie Böden scheuern, um sich zu ernähren. Sie liebte das Geld an sich und setzte es über alles, und in einer Nacht wurde sie ermordet und das Geld wurde ihr genommen. Dies ist ein Beispiel für das Wort, denn Geiz ist eine Wurzel allen Übels. Das Geld an sich ist gut und segensreich. Wenn es jedoch zu vernichtenden Zwecken gebraucht wird, bringt es Unheil und Verlust. Folge dem Pfad der Liebe und alles wird dir zufallen, denn Gott ist die Liebe und Gott ist die Versorgung. Folge dem Pfad der Selbstsucht und des Geizes und die Versorgung verschwindet oder du wirst von ihr getrennt. Ich kenne eine reiche Frau, die ihr Geld hamsterte. Sie gab selten etwas aus. Sie hatte Halsbänder sehr gern und wurde einmal von einer Freundin gefragt, wie viele sie besäße. Sie sagte, 67. Sie kaufte sie und legte sie fort, vorsichtig in Seidenpapier eingehüllt. Und wenn sie die Halsketten getragen hätte, wäre dies ganz rechtmäßig gewesen, aber auf diese Weise verletzte sie das Gesetz des Gebrauchs. Ihre Schränke waren gefüllt mit Kleidern, die sie nie anzog, und mit Schmucksachen, die das Licht nie erblickten. Die Arme der Frau wurden langsam steif, weil sie die Dinge so festhielt, und schließlich wurde sie für unfähig zur Verwaltung ihrer eigenen Sachen gehalten, und ihre Reichtümer wurden anderen übergeben. So zieht der Mensch in Unwissenheit des Gesetzes seine eigene Vernichtung herbei. Alle Krankheit, alles Unglück wird verursacht durch eine Verletzung des Gesetzes der Liebe. Die Bumerange des Hasses, des Grolls und des Nörgelns kehren mit Krankheit und Leid beladen zu den Menschen zurück. Die Liebe scheint beinahe eine verlorene Kunst zu sein, aber der Mensch mit Kenntnissen des geistigen Gesetzes weiß, dass sie wiedergefunden werden muss, denn ohne sie ist er nur ein tönend Erz oder eine klingende Schelle. Ich hatte eine Schülerin, die Monat für Monat zu mir kam, um ihr Bewusstsein von Groll zu reinigen. Nach einiger Zeit hatte sie nur noch gegen eine einzige Frau Groll, aber diese Frau beschäftigte sie sehr. Nach und nach wurde sie ruhiger und harmonischer, und eines Tages war aller Groll ausgelöscht. Sie kam strahlend herein und rief, »Sie können nicht begreifen, wie es mir geht. Die Frau sprach zu mir, und anstatt ärgerlich zu sein, war ich liebevoll und freundlich, und sie entschuldigte sich und war außerordentlich lieb zu mir. Niemand kann das wunderbar leichte Gefühl begreifen, das jetzt in mir ist.« Liebe und Wohlwollen sind im Geschäftsleben unbezahlbar. Eine Frau kam zu mir mit Klagen gegen ihre Vorgesetzte. Sie sagte, diese sei kalt und kritisch und sie wisse, sie gönne ihr die Stelle nicht. »Nun«, sagte ich, »begrüßen Sie die Göttlichkeit in jener Frau und geben Sie ihr Liebe.« Sie erwiderte, »Das kann ich nicht tun, sie ist wie aus Marmor.« Ich antwortete, »Erinnern Sie sich an die Erzählung vom Bildhauer, der um ein bestimmtes Stück Marmor bat. Auf die Frage, warum er dies wünsche, meinte er, weil ein Engel in dem Marmor steckt, und er machte aus dem Marmor ein wunderbares Kunstwerk.« Sie sagte, »Nun gut, ich will es versuchen.« Eine Woche später kam sie zurück und sagte, »Ich tat, was sie mir vorschlugen, und jetzt ist die Frau sehr freundlich und nahm mich in ihrem Auto mit.« Manchmal sind Menschen von Reue erfüllt wegen einer Unfreundlichkeit, die sie vor Jahren jemandem zugefügt haben. Wenn das Unrecht nicht wieder gut gemacht werden kann, so können seine Folgen ausgeglichen werden, indem man in der Gegenwart jemandem etwas Gutes tut. Ich vergesse, was da hinten ist,
und strecke mich zu dem, was da vorne ist. Leid und Reue reißen die Zellen des Körpers nieder und vergiften die Umgebung des Menschen. Ich wurde gebeten, eine Frau zu behandeln, die ihre Tochter verloren hatte. Ich verneinte allen Glauben an Verlust und Trennung und behauptete, dass Gott die Freude, Liebe und der Friede der Frau war. Die Frau wurde sofort innerlich ruhig, schickte aber ihren Sohn zu mir, mit der Behandlung aufzuhören, da sie so glücklich war, dass es beinahe unwürdig schien. So hängt das sterbliche Gemüt gerne an seinem Kummer und an seiner Reue fest. Ich kannte eine Frau, die umherging und mit ihren Sorgen prahlte, weil sie selbstverständlich immer etwas hatte, worüber sie klagen konnte. Es ist eine alte Wahrheit, dass eine Frau keine gute Mutter ist, wenn sie sich nicht um ihre Kinder sorgt. Heutzutage wissen wir, dass Mutterfurcht für viele der Krankheiten und Unfälle, die sich im Leben der Kinder ereignen, verantwortlich ist. Denn Furcht bringt sehr deutlich Bilder der Krankheit oder der gefürchteten Lage hervor, und diese Bilder werden wirklich, wenn sie nicht unwirksam gemacht werden. Glücklich ist die Mutter, die aufrichtig sagen kann, dass sie ihr Kind in Gottes Hand gibt und deshalb weiß, dass es göttlich beschützt ist. Sie wirft dadurch eine große Aura des Schutzes um das Kind. Eine Frau erwachte plötzlich mitten in der Nacht und fühlte, dass ihr Bruder in großer Gefahr sei. Anstatt ihrer Furcht nachzugeben, fing sie an, Erklärungen der Wahrheit zu machen. Sie sagte, der Mensch ist im göttlichen Geiste eine vollkommene Idee und ist immer an seinem richtigen Platz. Deshalb ist mein Bruder an seinem richtigen Platz und ist göttlich beschützt. Am folgenden Tag erfuhr sie, dass ihr Bruder in der nächsten Nähe einer Bergwerksexplosion gewesen war, aber auf wunderbare Weise davonkam. So ist der Mensch seines Bruders Hüter, und jeder Mensch sollte wissen, dass der, den er liebt, unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt. Es wird dir kein Übel begegnen, keine Plage wird zu deiner Hütte sich nahen. Die völlige Liebe treibt die Furcht aus. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht völlig in der Liebe. So ist die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Intuition oder Führung. Gedenke an ihn in all deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Für den Menschen, der die Macht seines Wortes kennt und welcher der intuitiven Führung folgt, gibt es nichts Unerreichbares. Durch sein Wort setzt er unsichtbare Kräfte in Bewegung und kann seinen Körper erneuern oder seine Angelegenheiten umwandeln. Es ist deshalb von der größten Wichtigkeit, die richtigen Worte zu wählen, und der Schüler der Wahrheit wählt sorgfältig diejenige Erklärung, die er in das Unsichtbare hineinschleudern will. Er weiß, dass Gott seine Versorgung ist, dass es für jeden Bedarf eine Versorgung gibt und dass sein gesprochenes Wort diese Versorgung frei macht. Bittet, so wird euch gegeben. Der Mensch muss den ersten Schritt tun. Nahet euch zu Gott, so nahet er sich zu euch. Ich bin oft nach der genauen Weise gefragt worden, wie man eine Verwirklichung macht. Als Antwort gebe ich Folgendes: Sprich das Wort und unternimm dann nichts weiter, bis du eine bestimmte Eingebung erhältst. Fordere eine Eingebung, sage: Unendlicher Geist, offenbare mir den Weg und lass mich wissen, ob es irgendetwas gibt, das ich tun soll. Die Antwort wird durch Intuition,
das heißt durch Eingebung, kommen, durch eine zufällige Bemerkung seitens eines anderen, durch ein Wort, ein Buch oder etwas derartiges. Die Antworten sind manchmal erstaunlich in ihrer Genauigkeit. Ein Beispiel. Eine Frau wünschte eine große Summe Geld. Sie sprach die Worte: Unendlicher Geist, öffne den Weg für meine sofortige Versorgung. Lass alles, was durch das göttliche Vorrecht das meinige ist, jetzt zu mir in einer Lawine der Fülle kommen. Dann fügte sie hinzu: Gib mir eine bestimmte Eingebung, lass mich wissen, ob es irgendetwas gibt, das ich tun soll. Der Gedanke kam sofort. Gib einer bestimmten Freundin, die ihr geistig geholfen hatte, 100 Euro. Sie teilte dies dieser Freundin mit, die allerdings sagte: Warte nur mit dem Geben, bis du eine weitere Eingebung erhältst. Da wartete sie und am gleichen Tag traf sie eine andere Frau, die erzählte: Ich gab heute jemandem 1 Euro. Das war für mich gerade so viel, als es für dich sein würde, 100 Euro zu geben. Dies war eine unverkennbare Führung. Deshalb wusste sie, dass sie recht tat, indem sie 100 Euro verschenkte. Es war eine Gabe, die sich als gute Geldanlage erwies, denn bald darauf kam ihr ein großer Geldbetrag auf erstaunliche Weise zu. Das Geben öffnet den Weg für das Empfangen. Um Belebung in Geldangelegenheiten hineinzubringen, sollte man geben. Bei den alten Juden, den Puritanern und manchen Sekten ist es ein alter Brauch, ein Zehntel des Einkommens zu geben, und dies bringt ganz gewiss Vermehrung. Viele der reichsten Männer in den Vereinigten Staaten haben regelmäßig den Zehnten gegeben, und nach meinem Wissen hat diese Gewohnheit als gute Geldanlage niemals versagt. Der zehnte Teil wird ausgesandt und kehrt gesegnet und vermehrt zurück. Jedoch muss die Gabe oder der Zehnte mit Liebe und Freude gegeben werden, denn man soll geben nicht mit Unwillen, Rechnungen sollen freudig bezahlt werden. Alles Geld sollte furchtlos und mit einem Segenswort ausgegeben werden. Diese Geisteseinstellung macht den Menschen zum Meister über das Geld. Das Geld soll ihm gehorsam sein, und sein gesprochenes Wort öffnet dann riesige Vorräte des Reichtums. Der Mensch selbst begrenzt seine Versorgung durch seine begrenzte Vision. Manchmal hat man ein großes Reichtumsbewusstsein, aber wagt nicht zu handeln. Die Vision und die Handlung müssen Hand in Hand gehen, wie in dem Fall des Mannes, der den mit Pelz gefütterten Mantel kaufte. Eine Frau bat mich, für eine Anstellung das Wort zu sprechen. Da forderte ich: Unendlicher Geist, öffne den Weg für die richtige Stelle für diese Frau. Bitte nie lediglich um eine Stelle, bitte für die richtige Stelle, für den Platz, der schon im göttlichen Geiste geplant ist, da dies die einzige Stelle ist, die befriedigen wird. So dann dankte ich, dass sie schon empfangen hatte und dass die Stelle sich bald verwirklichen werde. Bald darauf wurden ihr 3 Stellen angeboten, 2 in der Stadt und 1 in einem Strandort. Sie wusste nicht, welche sie annehmen sollte. Ich sagte: Bitten Sie um weitere Eingebung. Die Zeit war beinahe um und sie war noch unentschieden, als sie mir eines Tages telefonisch berichtete: Beim Erwachen heute Morgen konnte ich den Strand riechen. Sie war schon dort gewesen und kannte seine würzige Luft. Ich antwortete: Wenn Sie von hier aus den Strand riechen können, ist es ganz gewiss Ihre Eingebung. Sie nahm die Stelle dort an und diese erwies sich als ein großer Erfolg. Oft erhält man eine Eingebung zu einer unerwarteten Zeit. Eines Tages habe ich mich auf der Straße innerlich stark bewogen gefühlt, zu einer bestimmten Bäckerei einige Straßen entfernt zu gehen. Das verstandesmäßige Denken widerstrebte mit der Begründung: Es gibt dort nichts, was du brauchst.
Ich hatte jedoch gelernt, nicht zu rechten und ging deshalb zu der Bäckerei, sah mir alles an und es gab in der Tat nichts dort, was ich wünschte. Als ich aber den Laden verließ, traf ich eine Bekannte, an die ich oft gedacht hatte und die der Hilfe sehr bedurfte, die ich ihr geben konnte. So zieht man oft aus, um etwas zu suchen und findet etwas ganz anderes. Intuition ist eine geistige Fähigkeit und erklärt nicht, sondern zeigt lediglich den Weg. Oft erhält man eine Eingebung während einer Behandlung. Die Idee, die kommt, mag manchmal ganz belanglos sein, doch sind manche Eingebungen Gottes geheimnisvoll. Eines Tages führte ich in meiner Unterrichtsklasse eine Behandlung aus, dass jeder Teilnehmer eine bestimmte Eingebung erhalten werde. Nachher sagte mir eine Frau, während sie behandelten, erhielt ich die Eingebung, meine Möbel aus dem Lager zu nehmen und eine Wohnung zu mieten. Die Frau war wegen ihres Gesundheitszustandes zu mir gekommen. Ich sagte ihr, dass ihre Gesundheit sich bessern würde, wenn sie ein eigenes Heim hätte, und ich fuhr fort. Ich glaube, dass ihr Leiden daher kommt, dass sie ihre Sachen eingelagert haben. Jedes Hamstern und Aufbewahren von Dingen verursacht eine Ablagerung im Körper. Sie haben das Gesetz des Gebrauchs verletzt und ihr Körper muss dafür büßen. Dann dankte ich, dass die göttliche Ordnung in ihrem Geiste, in ihrem Körper und in ihren Angelegenheiten herrschte. Die meisten Menschen ahnen gar nicht, wie ihre Angelegenheiten auf ihren Körper zurückwirken. Es gibt ein geistiges Ebenbild für jede Krankheit. Der Mensch kann sofortige Heilung dadurch erzielen, dass er seinen Körper als eine vollkommene Idee im göttlichen Geiste erfasst und deshalb heil und vollkommen ist. Wenn er jedoch mit seinem vernichtenden Denken, seinem Kargen, Hassen, Fürchten, Verurteilen fortfährt, wird die Krankheit wiederkehren. Jesus Christus wusste, dass jede Krankheit durch Sünde kommt. Deshalb ermahnte er den Kranken nach der Heilung, sündige hinfort nicht mehr, dass dir nicht etwas Ärgeres widerfahre. So muss des Menschen Unterbewusstsein, um eine anhaltende Heilung zu haben, gewaschen werden, dass es schneeweiß werde und der Metaphysiker forscht immer tief, um das geistige Ebenbild zu ergründen. Jesus Christus sagte, richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammet nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Viele Menschen haben Krankheit und Unglück durch das Verurteilen anderer zu sich herangezogen. Das, was der Mensch in anderen verurteilt, zieht er zu sich selbst heran. Ein Beispiel. Eine Freundin besuchte mich in Ärger und Verzweiflung, weil ihr Mann sie wegen einer anderen Frau verlassen hatte. Sie verurteilte die andere Frau und sagte wiederholt, sie wusste, dass er verheiratet war und hatte kein Recht, seine Aufmerksamkeit zu erwidern. Ich antwortete, hören Sie auf, diese Frau zu verurteilen, segnen Sie sie und machen Sie mit dieser Begebenheit Schluss, andernfalls werden Sie einen ähnlichen Fall zu sich heranziehen. Sie hörte nicht auf meine Worte und etwa ein Jahr später verliebte sie sich selbst in einen verheirateten Mann. Wenn der Mensch kritisiert oder verurteilt, fasst er einen mit Elektrizität geladenen Draht an und muss damit rechnen, dass er einen elektrischen Schlag erhält. Unentschlossenheit ist ein Stein des Anstoßes auf dem Pfad vieler. Um ihn zu überwinden, mache wiederholt die Erklärung, ich erhalte stets göttliche Eingebung. Ich treffe schnell richtige Entscheidungen. Diese Worte prägen sich dem Unterbewusstsein ein und bald erfährt man, dass man wachsam und behutsam ist und sich ohne Zögern richtig entschließen kann.
Ich finde es vernichtend, sich um Führung der psychischen Ebene zuzuwenden, da dies die Ebene vieler Geister ist und nicht diejenige des einzigen Geistes. Wenn der Mensch seinen Geist der Subjektivität öffnet, wird er eine Zielscheibe für vernichtende Kräfte. Das Psychische ist das Ergebnis des sterblichen Gemüts des Menschen und befasst sich mit der Ebene der Gegensätze. Es kann sowohl gute als auch böse Botschaften enthalten. Zahlenmystik und das Lesen des Horoskops halten den Menschen auf der sterblichen Ebene nieder, denn sie befassen sich nur mit dem karmischen Lebenslauf. Ich kenne einen Mann, der nach seinem Horoskop schon tot sein sollte, der aber lebt und der Führer einer der größten Bewegungen der Menschheit ist. Ein sehr starker Geist ist erforderlich, um eine unheilvolle Prophezeiung zu vernichten. Der Schüler sollte erklären, jede falsche Prophezeiung wird zunichte werden. Jeder Plan, der nicht von meinem himmlischen Vater geplant ist, wird aufgelöst und verbannt. Die göttliche Idee tritt jetzt in Erscheinung. Wenn dir jedoch irgendeine gute Botschaft gegeben worden ist, über herantretendes Glück oder über Reichtum, pflege diese und erwarte sie, und sie wird sich früher oder später durch das Gesetz der Erwartung verwirklichen. Des Menschen Wille sollte angewandt werden, um den allumfassenden Willen zu unterstützen. Ich will, dass der Wille Gottes geschehe. Es ist Gottes Wille, dem Menschen jeden rechtschaffenen Wunsch seines Herzens zu geben, und des Menschen Wille sollte angewandt werden, die vollkommene Vision ohne Schwanken festzuhalten. Der verlorene Sohn sagte, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Es erfordert oft eine Anstrengung des Willens, die Treiber und die Säuer des sterblichen Denkens zu verlassen. Es ist für den durchschnittlichen Menschen viel leichter, Furcht statt Glauben zu haben. Der Glaube erfordert daher im Voraus Bereitschaft und Hingabe. Wenn der Mensch geistig erwacht, sieht er ein, dass jede äußere Disharmonie ihr Ebenbild in einer geistigen Disharmonie hat. Wenn er stolpert und fällt, wird er wissen, dass er in seinem Bewusstsein stolpert und fällt. Eines Tages verurteilte eine Frau eine andere, als sie auf der Straße ging. Sie sagte geistig, jene ist die unangenehmste Frau der Welt. Plötzlich jagten drei Buben um die Ecke und warfen sie beinahe zu Boden. Sie verurteilte die Jungen nicht, sondern rief sofort das Gesetz der Vergebung an und begrüßte die Göttlichkeit in der Frau. Wohl dem Menschen, der Weisheit findet. Ihre Wege sind liebliche Wege, und alle ihre Steige geben Frieden. Wenn jemand etwas vom Unendlichen fordert, muss er auf Überraschungen gefasst sein. Alles mag dabei schief zu gehen scheinen, in Wirklichkeit geht alles nach dem Rechten. Einer Frau wurde gesagt, dass es im göttlichen Geiste keinen Verlust gibt und dass sie folglich nichts verlieren könne, was ihr gehöre. Wenn irgendetwas verloren ginge, würde es ihr zurückgegeben werden oder sie würde etwas Gleichwertiges erhalten. Einige Jahre vorher hatte sie viel verloren. Sie hatte einer Verwandten Geld geliehen und diese Verwandte starb, ohne diese Anleihe in ihrem Testament zu erwähnen. Die Frau war grollend und verärgert. Da sie über den Vorgang nichts Schriftliches hatte, erhielt sie das Geld nie. Da entschloss sie sich, den Verlust zu verneinen und die Summe von der Bank des Allumfassenden abzuheben. Sie fing an, indem sie der Verwandten vergab, da Groll und Unversöhnlichkeit die Tore dieser wunderbaren Bank schließen. Sie machte folgende Erklärung. Ich verneine den Verlust. Im göttlichen Geiste gibt es keinen Verlust. Ich kann etwas, das durch göttliches Vorrecht mein eigen ist, nicht verlieren. Wenn eine Türe zugeht, öffnet sich eine andere. Sie wohnte in einem Mietshaus, das zum Verkauf ausgeschrieben war. In dem Mietvertrag war eine Klausel mit der Bedingung, dass, wenn das Haus verkauft würde, die Mieter innerhalb von 90 Tagen auszuziehen haben.
Plötzlich erhöhte der Hausbesitzer die Miete. Wiederum war die Ungerechtigkeit hinter dieser Frau her, aber sie blieb dieses Mal ungerührt. Sie segnete den Hausbesitzer und sagte, da die Miete erhöht worden ist, bedeutet dies, dass ich reicher werden soll, denn Gott ist meine Versorgung. Neue Mietverträge wurden ausgestellt mit erhöhter Miete, doch wurde durch ein glückliches Versehen die Klausel mit den 90 Tagen weggelassen. Bald darauf hatte der Hausbesitzer Gelegenheit, das Haus zu verkaufen. Wegen des Fehlers in den neuen Mietverträgen hatten die Mieter das Recht, noch ein ganzes Jahr lang dort zu wohnen. Der Verwalter bot jedem Mieter Geld an, wenn er ausziehen würde. Einige Familien zogen aus, drei Familien blieben, jene Frau inbegriffen. Einige Monate vergingen, als der Verwalter wieder erschien. Dieses Mal sagte er zu der Frau, würden Sie Ihren Mietvertrag lösen? Blitzartig fiel ihr ein, hier kommt das Geld zurück. Sie erinnerte sich, dass sie zu Freunden im Haus gesagt hatte, wir wollen alle zusammenstehen, wenn noch etwas über unser Ausziehen gesprochen wird. Die Freunde meinten, nun, sie werden ganz gewiss geben, was du verlangst. Da erhielt sie alles, was sie verloren hatte, als Entschädigung dafür, dass sie auszog. Dies war sicherlich ein wunderbares Wirken des Gesetzes und die scheinbare Ungerechtigkeit bereitete nur den Weg für eine Verwirklichung. Diese Angelegenheit beweist, dass es keinen Verlust gibt und dass der Mensch, wenn er fest zum Geistigen hält, alles, was sein eigen ist, aus dem großen Reservoir des Guten empfängt. Und ich will euch die Jahre erstatten, welche die Heuschrecken gefressen haben. Die Heuschrecken sind Zweifel, Furcht, Groll und Gram des sterblichen Denkens. Nur diese falschen Gedanken berauben den Menschen, denn niemand gibt dem Menschen etwas außer er selbst. Und kein Mensch nimmt etwas von dem Menschen außer er selbst. Der Mensch ist hier, um Gott zu beweisen und von dem Licht zu zeugen. Er kann Gott nur dadurch beweisen, dass er Wohlstand aus dem Mangel und Gerechtigkeit aus der Ungerechtigkeit hervorbringt. Prüfet mich hierin, spricht der Herr Zebaoth, ob ich euch nicht des Himmelsfenster auftun werde und Segen herabschütten werde in Fülle. Vollkommener Selbstausdruck oder das göttliche Vorbild. Kein Wind kann mein Schiffchen umhertreiben oder die Gezeiten des Schicksals ändern. Für einen jeden Menschen gibt es vollkommenen Selbstausdruck. Es gibt einen Platz, den er ausfüllen soll und den kein anderer ausfüllen kann. Etwas, das er tun soll, und das kein anderer tun kann, dies ist sein Schicksal. Dieses Ziel ist als vollkommene Idee im göttlichen Geiste enthalten und wartet auf des Menschen Anerkennung. Da das Vorstellungsvermögen eine Fähigkeit des Erschaffens ist es notwendig, dass der Mensch eine Idee sieht, ehe diese sich verwirklichen kann. Des Menschen höchste Forderung ist, das göttliche Vorbild seines Lebens zu finden. Er hat vielleicht nicht die leiseste Ahnung, was dies sein soll. Vielleicht hat er eine wunderbare Begabung, die tief in ihm schlummert. Seine Forderung sollte sein, unendlicher Geist, öffne den Weg, damit das göttliche Vorbild meines Lebens sich verwirklicht. Lass den Genius in mir jetzt befreit werden. Lass mich deutlich den vollkommenen Plan erblicken. Der vollkommene Plan enthält Gesundheit, Wohlstand, Liebe und Selbstausdruck.
Dies bringt volle Befriedigung. Wenn einer diese Forderung gestellt hat, werden sich vielleicht große Änderungen in seinem Leben vollziehen, denn beinahe jeder Mensch ist vom göttlichen Vorbild weit abgewandert. Bei einer Frau, die ich kenne, war es, als ob ein Wirbelsturm alle ihre Angelegenheiten durcheinandergebracht hätte, aber bald darauf wurde alles wiederhergestellt und anstelle der alten Zustände traten neue und wunderbare Zustände ein. Vollkommener Selbstausdruck wird nie schwere Arbeit sein. Im Gegenteil, es wird so außerordentlich interessant sein, dass er einem beinahe als Spiel vorkommt. Da der Mensch von Gott ausgerüstet in die Welt tritt, weiß der Schüler auch, dass die nötige Versorgung für seinen vollkommenen Selbstausdruck vorhanden sein wird. Mancher Genius hat jahrelang mit dem Problem der Versorgung gerungen, obgleich sein gesprochenes Wort und sein Glaube die nötigen Geldmittel schnell freigemacht hätten. Ein Beispiel. Eines Tages kam am Schluss der Unterrichtsstunde ein Mann zu mir und gab mir einen Cent. Er sagte, ich besitze in der ganzen Welt nur 7 Cent und ich gebe Ihnen einen davon, denn ich glaube an die Macht Ihres gesprochenen Wortes. Bitte sprechen Sie das Wort für meinen vollkommenen Selbstausdruck und meinen Wohlstand. Ich sprach das Wort und sah ihn erst nach einem Jahr wieder. Er besuchte mich erfolgreich und glücklich, mit reichlich Geld in der Tasche. Er sagte, unmittelbar, nachdem Sie das Wort gesprochen hatten, wurde mir eine Stelle in einer entfernten Stadt angeboten und jetzt verwirkliche ich Gesundheit, Glück und Versorgung. Der vollkommene Selbstausdruck einer Frau kann sich als vollkommene Gattin, vollkommene Mutter, vollkommene Haushälterin äußern und muss nicht notwendigerweise im öffentlichen Berufsleben liegen. Fordere bestimmte Führung und der Weg wird dir leicht und erfolgreich geebnet. Man sollte sich anfangs ein geistiges Bild nicht selbst vorstellen und sollte es auch nicht gewaltsam hervorzaubern. Wenn du forderst, dass das göttliche Vorbild in dein Bewusstsein treten soll, wirst du Blitze der Eingebung empfangen und wirst dich sehen, wie du etwas Großes vollbringst. Du sollst dieses Bild, das heißt diese Idee, ohne Schwanken festhalten. Das Ding, das der Mensch sucht, sucht ihn. Das Luftschiff sucht der Zeppelin. Eltern sollten ihren Kindern niemals eine Laufbahn oder einen Beruf aufzwingen. Kraft einer Kenntnis der geistigen Wahrheit kann der göttliche Plan in früher Jugend oder auch vor der Geburt gefordert werden. Eine vorgeburtliche Behandlung wäre wie folgt. Lass den in diesem Kind wohnenden Gott vollkommenen Ausdruck finden, damit das göttliche Vorbild seines Geistes, seines Körpers und seiner Angelegenheiten sein Leben lang in aller Ewigkeit verwirklicht wird. Gottes Wille geschehe, nicht der des Menschen. Gottes Vorbild, nicht das Vorbild des Menschen, ist das Gebot, das sich durch die ganze Bibel zieht, und die Bibel ist ein Buch, das die Wissenschaft des Geistes behandelt. Sie ist ein Buch, das erzählt, wie der Mensch seine Seele aus der Knechtschaft befreien kann. Die Kämpfe, die dort geschildert werden, sind Bilder des Menschen, der den Kampf gegen sterbliche Gedanken führt. Des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Jeder Mensch ist ein Josaphat und jeder Mensch ist David, der den Goliath, das heißt das sterbliche Denken, mit dem kleinen glatten Stein, das heißt dem Glauben, tötet. Deshalb muss der Mensch auf der Hut sein, dass er nicht ein Schalk und fauler Knecht ist, der seinen Zentner in die Erde vergräbt. Wenn man seine Fähigkeiten unbenutzt lässt, ist die Strafe furchtbar. Oft steht die Furcht zwischen dem Menschen und seinem vollkommenen Selbstausdruck. Lampenfieber hat manchen Genius behindert. Dies kann durch das gesprochene Wort überwunden werden. Der Mensch verliert dann alles Selbstbewusstsein und spürt, dass er lediglich ein Kanal ist,
durch den die unendliche Intelligenz sich ausdrückt. Er steht unter direkter Eingebung, furchtlos und selbstvertrauend, denn er spürt, dass der Vater in ihm ist, der die Tat vollbringt. Ein Junge kam oft mit seiner Mutter in meine Unterrichtsklasse. Er bat mich, das Wort zu sprechen für die bevorstehende Prüfung. Ich sagte ihm, er solle die Erklärung machen, ich bin eins mit der unendlichen Intelligenz. Ich weiß alles, was ich auf diesem Gebiet wissen muss. Er hatte eine ausgezeichnete Kenntnis in Geschichte, war aber im Rechnen nicht sicher. Später erzählte er mir, ich sprach das Wort für Rechnen und war der Erste in der Klasse. Hingegen habe ich gedacht, ich könnte mich in Geschichte auf mich selbst verlassen und schnitt sehr schlecht ab. Der Mensch erleidet oft einen Rückschlag, wenn er sich zu sehr auf sich selbst verlässt, was bedeutet, dass er sich auf seine eigene Persönlichkeit verlässt und nicht auf den innewohnenden Vater. Eine meiner Schülerinnen gab mir ein Beispiel dafür. Sie machte eine ausgedehnte Reise, besuchte mehrere Länder, deren Sprache sie nicht verstand. Sie bat andauernd um Führung und Schutz und alle ihre Angelegenheiten verliefen harmonisch und wunderbar. Unterkunft in den besten Hotels war immer für sie bereit. Überall, wo sie auch ging, erhielt sie vollkommene Bedienung. Sie kehrte nach New York zurück. Da sie die Sprache kannte, dachte sie, sie habe Gott nicht mehr nötig. Deshalb erledigte sie ihre Sachen wie gewöhnlich. Alles ging schief. Ihre Koffer kamen zu spät an, es gab Disharmonie und ein Durcheinander. Man muss es sich zur Gewohnheit machen, die Gegenwart Gottes jeden Augenblick zu üben. Gedenke an ihn in allen deinen Wegen. Nichts ist zu klein und nichts zu groß. Eine unbedeutende Begebenheit kann vielleicht manchmal ein Wendepunkt in einem Menschenleben sein. Robert Fulton sah ein Dampfboot, als er beobachtete, wie das kochende Wasser den Deckel des Teekessels hob. Oft habe ich gesehen, wie ein Schüler seine Verwirklichung durch Widerstand oder durch Selbstbestimmung verhinderte. Er sah nur eine einzige Möglichkeit und diktierte den Weg, auf dem die Verwirklichung kommen sollte, womit er alles zum Stillstand brachte. Mein Weg, nicht deiner, lautet das Gesetz der unendlichen Intelligenz. Wie alle Kraft, sei es Dampf oder Elektrizität, muss diese Intelligenz eine widerstandslose Maschine oder ein widerstandsloses Werkzeug haben, durch das sie sich betätigen kann. Und der Mensch ist eine solche Maschine oder ein solches Werkzeug. Es wird dem Menschen immer wieder gesagt, still zu stehen. Aber ihr werdet nicht streiten in dieser Sache. Tretet nur hin und stehet und sehet das Heil des Herrn, der mit euch ist. Fürchtet euch nicht und zaget nicht. Morgen ziehet aus wider sie. Der Herr ist mit euch. Das Ziel des Wahrheitsschülers ist innere Ruhe. Innere Ruhe ist Macht, denn sie ermöglicht der Gottesmacht, durch den Menschen zu fließen, denn Gott ist's, der in euch wirkt. Beides, das Wollen und das Vollbringen, nach seinem Wohlgefallen. Wenn du innerlich ruhig bist, kannst du klar denken und die richtigen Entscheidungen treffen. Du wirst im Spiel des Lebens gewinnen. Ärger verdunkelt die Vision, vergiftet das Blut, ist die Ursache vieler Krankheiten und ruft falsche Entscheidungen hervor, die zu Misserfolg führen. Es wird eine der schlimmsten Sünden genannt, da seine Wirkung so unheilvoll ist. Der Wahrheitsschüler lernt, dass in der Metaphysik die Sünde eine viel größere Bedeutung hat als in der alten Lehre. Was aber nicht aus dem Glauben geht, das ist Sünde. Er erfährt, dass Furcht und Sorge tödliche Sünden sind. Sie sind verkehrter Glaube und bringen durch verwirrte geistige Bilder dasjenige in Erscheinung,
vor dem er sich gefürchtet hat. Es ist seine Arbeit, diese Feinde aus dem Unterbewusstsein hinauszujagen. Wenn der Mensch furchtlos ist, ist er vollkommen. Maeterlinck sagt, dass der Mensch ein sich fürchtender Gott ist. Der Mensch kann die Furcht nur überwinden, wenn er dem Ding entgegentritt, vor dem er sich fürchtet. Als Josaphat und sein Heer sich vorbereiteten, dem Feind entgegenzutreten, sangen sie: Danket dem Herrn, denn seine Barmherzigkeit währet ewiglich. Und da fanden sie, dass ihre Feinde sich gegenseitig vernichtet hatten und keine vorhanden waren, mit denen sie streiten konnten. Ein Beispiel. Eine Frau bat eine Freundin, einer anderen Freundin etwas auszurichten. Die Frau fürchtete sich, diese Botschaft zu übermitteln, da ihr verstandesmäßiges Denken sagte: Misch dich nicht in diese Sache ein, richte dies nicht aus. Sie war unruhig, denn sie hatte es versprochen. Schließlich entschloss sie sich, dem Löwen entgegenzutreten und das Gesetz des göttlichen Schutzes anzurufen. Sie traf die Freundin, der sie die Botschaft geben sollte. Sie wollte gerade etwas sagen, als die Freundin sagte: So und so ist verreist. Da war es unnötig, die Botschaft auszurichten, da sie davon abhing, ob die Betreffende in der Stadt oder verreist war. Da die Frau willens war, das Erwünschte zu tun, war sie nicht mehr dazu gezwungen, weil sie sich nicht länger fürchtete, verschwand die ganze Sache. Der Wahrheitsschüler verzögert oft seine Verwirklichung durch seinen Glauben an seine Unvollkommenheit. Er sollte folgendes Wort sprechen: Im göttlichen Geiste gibt es nur Vollkommenheit. Deshalb ist meine Verwirklichung vollständig. Meine Arbeit ist vollkommen, mein Heim ist vollkommen, meine Gesundheit ist vollkommen. Alles, was er fordert, ist als vollkommene Idee im göttlichen Geiste vorhanden, und es muss sich unter Gnade in vollkommener Weise verwirklichen. Er dankt dafür, dass er schon im Unsichtbaren empfangen hat, und bereitet sich täglich darauf vor, im Sichtbaren zu empfangen. Eine meiner Schülerinnen hatte eine finanzielle Verwirklichung nötig. Sie fragte mich, warum diese nicht vollständig war. Ich antwortete: Vielleicht sind Sie gewöhnt, Sachen unerledigt zu lassen. Und das Unterbewusstsein hat die Gewohnheit angenommen, Sachen nicht zu Ende zu führen, wie das Innere, so auch das Äußere. Sie sagte: Sie haben recht, ich fange oft Sachen an und mache sie nie fertig. Ich werde nach Hause gehen und etwas fertig machen, es wird symbolisch für meine Verwirklichung sein. Sie nähte fleißig und machte die Arbeit schnell fertig. Bald darauf kam das Geld auf außergewöhnliche Weise. Ihr Mann erhielt in jenem Monat sein Gehalt zweimal bezahlt. Er teilte seiner Firma den Fehler mit, und sie sagte, er solle das Geld behalten. Wenn der Mensch bittet und glaubt, muss er empfangen, denn Gott schafft seine eigenen Kanäle. Manchmal werde ich gefragt: Angenommen, ich habe mehrere Begabungen, wie soll ich wissen, welche ich wählen soll? Fordere eine bestimmte Antwort, sage: Unendlicher Geist, zeige mir eine bestimmte Führung, offenbare mir meinen vollkommenen Selbstausdruck, zeige mir, welche Begabung ich jetzt gebrauchen soll. Ich habe schon Menschen eine ganz neue Arbeitsrichtung einschlagen sehen, dafür ausgerüstet mit wenig oder gar keiner Vorbildung. Deshalb mache die Erklärung: Ich bin völlig ausgerüstet für den göttlichen Plan meines Lebens, und sei furchtlos, jede Gelegenheit wahrzunehmen. Manche Menschen sind freudige Geber und doch unwillige Nehmer. Sie verweigern aus Stolz oder aus irgendeinem negativen Grund Geschenke, verschließen dadurch die Kanäle und haben schließlich wenig oder gar nichts. Ein Beispiel: Einer Frau, die sehr viel Geld verschenkte,
wurde ein Geschenk von mehreren tausend Euro angeboten. Sie verweigerte die Annahme mit der Begründung, dass sie es ja nicht brauche. Kurz darauf waren ihre Finanzen eingefroren und sie befand sich in einer Schuld von derselben Höhe. Lass dein Brot über das Wasser fahren, so wirst du es finden nach langer Zeit. Empfange freudig das Brot, das über das Wasser zu dir zurückkehrt. Umsonst habt ihr es gegeben, umsonst empfanget es auch. Es besteht immer ein vollkommenes Gleichgewicht zwischen dem Geben und dem Nehmen. Und obgleich der Mensch geben sollte, ohne an eine Vergeltung zu denken, so verletzt er das Gesetz, wenn er nicht annimmt, was zu ihm zurückkehrt. Denn alle Gaben sind von Gott, und der Mensch ist lediglich der Vermittler. Gedanken des Mangels sollten nie über einen Geber gehegt werden. Ein Beispiel. Als der Mann mir den einen Cent gab, sagte ich nicht: Armer Mann, er kann es sich nicht leisten, mir etwas zu geben. Ich erblickte ihn als reich und wohlhabend, umgeben von ihm zufließender Versorgung. Es war dieser Gedanke, der dann die Versorgung brachte. Wenn du ein schlechter Nehmer gewesen bist, musst du ein guter Nehmer werden und sogar eine Briefmarke annehmen, wenn dir eine angeboten wird, um dadurch die Wege zum weiteren Nehmen aufzuschließen. Der Herr liebt fröhliche Geber und Nehmer. Ich werde oft gefragt, warum der eine reich und gesund geboren wird, während der andere arm und krank ist. Wo eine Wirkung ist, da ist auch eine Ursache. Zufall gibt es nicht. Diese Frage wird durch das Gesetz der Seelenwanderung beantwortet. Der Mensch geht durch viele Geburten und mehrfaches Sterben hindurch, bis er die Wahrheit erkennt, die ihn frei macht. Er wird durch unbefriedigtes Verlangen in die Welt zurückgezogen, um seine karmischen Schulden zu bezahlen oder um sein Schicksal zu erfüllen. Der Mensch, der reich und gesund geboren wird, hatte in seinem früheren Leben Bilder der Gesundheit und des Reichtums in seinem Unterbewusstsein. Der arme und kranke Mensch hatte Bilder der Krankheit und der Armut. Der Mensch verwirklicht, wo er auch sei, die Gesamtzahl seiner unbewussten Annahmen. Geburt und Tod sind jedoch vom Menschen aufgestellte Gesetze, denn der Tod ist der Sünde Sold. Der Adam-Mensch fällt in seinem Bewusstsein durch seinen Glauben an zwei Mächte. Der wahre Mensch, das heißt der geistige Mensch, ist geburtlos und unsterblich. Er wurde nie geboren und ist nie gestorben. Wie er im Anfang war, so ist er jetzt und wird in alle Ewigkeit sein. Durch die Wahrheit ist der Mensch folglich von dem Gesetz des Karmas, von Sünde und Tod befreit und verwirklicht den Menschen, der als Gottes Ebenbild geschaffen wurde. Des Menschen Freiheit kommt daher, dass er sein Schicksal erfüllt und das göttliche Muster in seinem Leben verwirklicht. Sein Herr wird zu ihm sprechen. Du frommer und getreuer Knecht, du bist über wenigem getreu gewesen. Ich will dich über viel setzen, sogar über den Tod. Gehe ein zu deines Herrn Freude in das ewige Leben. Verneinungen und Bejahungen. Was du dir wirst vornehmen, wird er dir lassen gelingen. Alles Gute, das im Leben eines Menschen verwirklicht werden soll, ist im göttlichen Geist schon vollbracht und wird durch des Menschen Anerkennung oder durch sein gesprochenes Wort befreit. Deshalb muss er bedacht sein, sich vorzunehmen, dass nur die göttliche Idee sich verwirklicht, denn oft nimmt er durch seine müßigen Worte Misserfolg und Unglück vorweg. Es ist daher von größter Wichtigkeit, unsere Wünsche richtig in Worte zu setzen.
Wenn du dir ein Heim, einen Freund, eine Arbeit oder irgendetwas Gutes wünschst, sprich das Wort für die göttliche Wahl. Sage zum Beispiel, unendlicher Geist, öffne mir den Weg zu meinem richtigen Heim, meinem richtigen Freund, meiner richtigen Arbeit. Ich danke, dass dies sich jetzt auf vollkommene Weise verwirklicht. Der letzte Teil dieser Bejahung ist sehr wichtig. Ein Beispiel. Ich kannte eine Frau, die das Wort für eine bestimmte Summe sprach. Ihre Tochter wurde verletzt und erhielt diesen Betrag von der Unfallversicherung. Deshalb kam dieses Geld nicht auf die richtige Weise. Die Forderung hätte lauten sollen: Unendlicher Geist, ich danke, dass das Geld, das durch das göttliche Vorrecht mir gehört, jetzt freigemacht wird und mir unter Gnade auf vollkommene Weise zukommt. Während man in ein Bewusstsein der Wohlhabenheit hineinwächst, sollte man fordern, dass die großen Geldsummen, die uns durch das göttliche Vorrecht zustehen, uns unter Gnade auf vollkommene Weise erreichen. Es ist unmöglich, mehr freizumachen, als du im Bereich der Möglichkeit siehst, denn wir sind durch die beschränkten Erwartungen des Unterbewusstseins gebunden. Wir müssen unsere Erwartungen vergrößern, um auf größere Weise zu empfangen. Der Mensch begrenzt sich oft in seinen Forderungen. Reichtum ist eine Sache des Bewusstseins. Es gibt eine französische Legende, die dies gut darstellt. Ein armer Mann traf, als er des Weges ging, einen Wanderer, der ihn anhielt und sagte: »Mein guter Freund, ich merke, dass du arm bist. Nimm diesen Goldklumpen, verkaufe ihn und du wirst dein ganzes Leben reich sein.« Der Mann war über sein großes Glück hoch erfreut und nahm den Goldklumpen mit nach Hause. Er fand Arbeit und wurde so wohlhabend, dass er den Goldklumpen nicht verkaufte. Jahre vergingen und er wurde ein sehr reicher Mann. Eines Tages traf er auf dem Weg einen armen Mann und sagte: »Mein guter Freund, ich gebe dir diesen Goldklumpen. Wenn du ihn verkaufst, wirst du zeitlebens reich sein.« Der Bettler nahm den Goldklumpen, ließ ihn schätzen und erfuhr, dass er nur aus Messing war. Daher sehen wir, dass der erste Mann reich wurde, weil er sich reich fühlte, da er glaubte, der Klumpen sei aus Gold. Jeder Mensch hat einen Goldklumpen in sich. Es ist sein Bewusstsein von Gold oder Fülle, das Reichtum in sein Leben bringt. Bei seiner Anforderung sollte der Mensch schon am Ziel anfangen, das heißt, er erklärt, dass er schon empfangen hat. Ehe Sie rufen, will ich antworten. Durch andauerndes Bejahen wird der Glaube im Bewusstsein befestigt. Es wäre nicht nötig, eine Bejahung zu wiederholen, wenn wir vollkommenen Glauben hätten. Wir sollten nicht betteln oder flehen, sondern wiederholt denken, dass wir schon empfangen haben. Das dürre Land wird fröhlich stehen und wird blühen wie die Lilien. Dieses fröhlich stehen, während wir noch in dem dürren Land, das heißt Bewusstseinszustand sind, öffnet den Weg zur Befreiung. Das Vaterunser ist als Befehl und als Forderung gefasst. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schulden, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und endigt in Lobpreisungen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So ist das Gebet Befehl und Forderung, Dank und Lobpreisung. Die Arbeit des Wahrheitsschülers besteht darin, dass er sich glauben macht, dass bei Gott alle Dinge möglich sind. Es ist sehr leicht, dies im Abstrakten zu erklären,
aber es ist schwer, wenn man einem Problem gegenübersteht. Es war zum Beispiel notwendig, dass eine Frau in einer bestimmten Zeit eine große Geldsumme verwirklichte. Sie wusste, sie müsse irgendetwas tun, um das Bewusstsein zu erlangen, denn Bewusstsein ist Verwirklichung. Da bat sie um Führung. Sie ging durch ein Warenhaus, als sie einen sehr schönen Brieföffner sah. Sie wurde zu ihm innerlich hingezogen. Der Gedanke kam, ich habe keinen Brieföffner, der gut genug ist, um Briefe aufzuschneiden, die große Schecks enthalten. Da kaufte sie den Brieföffner, was das vernünftige Denken als große Verschwendung erachtet hätte. Als sie ihn in ihrer Hand hielt, sah sie blitzschnell, wie sie einen Briefumschlag aufschnitt, der einen großen Scheck enthielt, und nach einigen Wochen erhielt sie das Geld. Der schöne Brieföffner war die Brücke ihres tätigen Glaubens. Viele Geschichten erzählen von der Macht des durch den Glauben geleiteten Unterbewusstseins. Ich erzähle eine davon. Ein Mann verbrachte die Nacht in einem Bauernhaus. Die Fenster des Zimmers waren zugenagelt. Mitten in der Nacht glaubte er, ersticken zu müssen, und tastete sich im Dunkeln zu dem Fenster. Er konnte es nicht öffnen, da zerbrach er die Glasscheibe mit seiner Faust, atmete tief die gute frische Luft ein und hatte einen ruhigen Nachtschlaf. Am nächsten Morgen sah er, dass er die Glasscheibe eines Bücherschranks zerschlagen hatte und dass das Fenster die ganze Nacht geschlossen geblieben war. Er hatte sich mit Sauerstoff einfach dadurch versorgt, dass er an Sauerstoff dachte. Wenn man mit einer Verwirklichung anfängt, sollte man nie zurückkehren. Denn wer da zweifelt, solcher Mensch denke nicht, dass er etwas vom Herrn empfangen werde. Ein Wahrheitsschüler gab nachstehende wunderbare Erklärung. Er sagte, wenn ich meinen Vater um etwas bitte, stampfe ich mit dem Fuß und sage, Vater, ich werde nicht weniger annehmen, als ich verlangt habe, sondern mehr. Der Mensch sollte nie Kompromisse machen. Dies ist oft der schwierigste Schritt in der Verwirklichung. Man wird versucht, die Sache aufzugeben, zurückzukehren und Kompromisse zu machen. Es dienet auch, der nur dasteht und wartet. Verwirklichungen kommen oft erst in der 11. Stunde, weil der Mensch dann nicht mehr starr festhält, sondern aufhört, dem menschlichen Verstand gemäß zu denken und die unendliche Intelligenz Gelegenheit hat, zu wirken. Das öde Verlangen des Menschen wird öde beantwortet und seine ungeduldigen Wünsche werden lange hinausgeschoben oder gewaltsam erfüllt. Ein Beispiel. Eine Frau fragte mich, warum sie immer wieder ihre Brille verliere oder zerbreche. Sie sagte oft ärgerlich zu sich und den anderen, ich wünschte, ich könnte meine Brille loswerden. Deshalb wurde ihr ungeduldiger Wunsch gewaltsam erfüllt. Sie hätte vollkommenes Augenlicht fordern sollen. Aber was sie dem Unterbewusstsein aufprägte, war nur der ungeduldige Wunsch, von der Brille befreit zu sein. Deshalb ging sie immer wieder verloren oder zerbrach. Verlust und Entwertung werden durch zwei Denkungsarten verursacht. Erstens durch Geringschätzung, wie in dem Falle der Frau, die ihren Mann nicht schätzte. Zweitens durch Furcht vor Verlust, die eine Vorstellung des Verlustes im Bewusstsein schildert. Wenn ein Schüler sein Problem gehen lassen, das heißt sein Anliegen auf den Herrn werfen kann, wird er sofortige Verwirklichung haben. Ein Beispiel. Eine Frau ging an einem sehr stürmischen Tag aus und ihr Regenschirm wurde durch den Wind umgedreht. Sie wollte bei einer Familie, die sie noch nicht kennengelernt hatte, einen Besuch machen und wollte nicht mit einem zerrissenen Schirm hingehen. Sie konnte ihn nicht wegwerfen, da er ihr nicht gehörte. Da sagte sie in Verzweiflung, »Ach Gott, nimm du diesen Regenschirm in Schutz.«
Einen Augenblick später sagte eine Stimme hinter ihr: »Meine Dame, darf ich Ihren Schirm flicken?« Da stand ein hausierender Schirmmacher. Sie antwortete: »Ja, das wäre mir lieb.« Der Mann flickte den Schirm, während sie den Besuch machte, und als sie wieder herauskam, hatte sie einen guten Regenschirm. So ist auf unserem Wege immer ein Schirmmacher zur Hand, wenn wir den Schirm, das heißt unser Anliegen, in Gottes Hand legen. Auf eine Verneinung sollte immer eine Bejahung folgen. Ein Beispiel. Spät in der Nacht wurde ich an das Telefon gerufen, um einen Mann zu behandeln, den ich nie gesehen hatte. Er war anscheinend sehr krank. Ich sprach das Wort: »Ich verneine diese Krankheitserscheinungen. Sie sind unwirklich, deshalb können sie sich in seinem Bewusstsein nicht festsetzen. Dieser Mann ist eine vollkommene Idee im göttlichen Geiste, er ist reine Substanz, die Vollkommenheit ausdrückt.« Am nächsten Morgen befand er sich viel besser und am folgenden Tag ging er seinen Geschäften nach. Im göttlichen Geiste gibt es weder Zeit noch Raum. Deshalb erreicht das Wort sofort sein Ziel und kehrt nicht leer zurück. Ich habe Patienten in fernen Ländern behandelt und das Ergebnis war augenblicklich. Oft werde ich gefragt, was der Unterschied sei zwischen Vorstellung und Vision. Eine Vorstellung ist ein mentaler Vorgang, der durch das verstandesmäßige oder bewusste Denken beherrscht wird. Eine Vision ist ein geistiger Vorgang, der von der Intuition oder dem Überbewusstsein beherrscht wird. Der Schüler sollte sich üben, diese blitzartige Eingebung zu empfangen und die göttlichen Bilder durch bestimmte Führung auszuarbeiten. Wenn der Mensch sagen kann: »Ich verlange nur das, was Gott für mich wünscht«, dann verblassen seine falschen Wünsche in seinem Bewusstsein und neue Vorbilder werden ihm vom Meisterarchitekten, dem innewohnenden Gott, gegeben. Gottes Plan für einen jeden Menschen übertrifft die Begrenzungen des denkenden Geistes und enthält Gesundheit, Reichtum, Liebe und vollkommenen Selbstausdruck. Mancher Mensch baut sich selbst in seiner Einbildung ein Häuschen, während er einen Palast bauen sollte. Wenn der Schüler versucht, eine Verwirklichung durch seinen denkenden Geist zu erzwingen, bringt er sie zum Stillstand. Er sollte nur aus der Intuition oder aus einer bestimmten Führung heraus handeln. Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Hoffe auf ihn. Er wird's wohl machen. Ich habe gesehen, wie das Gesetz sich in erstaunlicher Weise auswirkt. Ein Beispiel. Eine Schülerin sagte mir, dass sie bis zum nächsten Tag eine dringende Schuld zu bezahlen hätte. Ich sprach das Wort und erklärte, dass der Geist sich nie verspätet und dass die Versorgung schon zur Hand ist. Am Abend des gleichen Tages teilte sie mir am Telefon das Wunder mit. Der Gedanke kam ihr, eine Schatulle durchzusehen, in der sie ihre Wertpapiere aufbewahrte. Unter den Papieren fand sie, was sie benötigte. Sie war erstaunt und sagte, sie wusste, dass sie das Geld nie hineingelegt habe und sie habe ihre Papiere oft durchgesehen. Es war vielleicht eine Materialisation, wie in dem Fall der Brote und Fische, die Jesus Christus vermehrte. Der Mensch wird zu dem Bewusstsein gelangen, in dem es sich sofort ereignen wird, dass das Wort Fleisch ward. Das Feld ist schon reif zur Ernte. Dies wird sofort Wirklichkeit werden, ähnlich wie bei allen Wundern Jesu Christi. Allein in dem Namen Jesus Christus liegt eine ungeheure Macht. Der Name ist gleichbedeutend mit verwirklichter Wahrheit. Jesus sagte: »So ihr den Vater bittet in meinem Namen,
er's euch gebe. Die Macht dieses Namens erhebt den Schüler in das Reich der vierten Dimension, wo er von allen körperlichen und seelischen Beeinflussungen befreit ist und bedingungslos und absolut wird, so wie Gott bedingungslos und absolut ist. Ich habe viele Heilungen erlebt, die durch den Gebrauch der Worte im Namen Jesu Christi vollbracht worden sind. Christus war zugleich Person und Prinzip. Und der Christus in einem jeden Menschen ist dessen Erlöser und Heiland. Der innewohnende Christus ist das Selbst der vierten Dimension. Er ist der Mensch, der zu Gottes Ebenbild erschaffen wurde. Dies ist das Selbst, das nie Misserfolg hat, das weder Krankheit noch Leid kennt, das weder geboren wurde noch stirbt. Es ist die Auferstehung und das Leben eines jeden Menschen. Gott, der Allumfassende, in dem Einzelnen wirkend, wird zum Christus in einem Menschen. Heiliger Geist heißt Gott in Tätigkeit. So verwirklicht der Mensch täglich die Dreieinigkeit des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Mensch sollte das Denken zur Kunst machen. Der Meisterdenker ist ein Künstler und gibt Acht, nur göttliche Bilder auf der Leinwand seines Denkens zu malen. Er malt diese Bilder mit meisterhaften Strichen der Kraft und Entschlossenheit und hat den vollkommenen Glauben, dass es keine Macht gibt, die ihre Vollkommenheit beeinträchtigen könnte und dass sie sich in seinem Leben verwirklichen werde. Das heißt, das Ideal wird zur Wirklichkeit. Alle Gewalt ist dem Menschen durch richtiges Denken gegeben. Und seinen Himmel auf seine Erde zu bringen, dies ist das Ziel des Lebensspiels. Furchtloser Glaube, Widerstandslosigkeit und Liebe sind die einfachen Regeln dafür. Möge jeder jetzt von dem befreit werden, was ihn jahrhundertelang in Knechtschaft gehalten und von seinem eigenen ferngehalten hat. Möge er die Wahrheit erkennen, die ihn frei macht. Frei, um sein eigenes Schicksal zu erfüllen. Frei, um das göttliche Vorbild seines Lebens, der Gesundheit, des Wohlstands, der Liebe und des vollkommenen Selbstausdrucks zu verwirklichen. Verändert euch durch Erneuerung eures Sinns. Merksätze für den Glauben. Da ich eins mit Gott bin, bin ich eins mit meinem Guten, denn Gott ist der Geber und die Gabe zugleich. Ich kann den Geber von der Gabe nicht trennen. Für Führung. Ich bin göttlich achtsam auf meine intuitive Führung und bin sofort dem göttlichen Willen gehorsam. Für Gesundheit. Göttliche Liebe überflutet mein Bewusstsein mit Gesundheit und jede Zelle meines Körpers ist mit Licht erfüllt. Für das Augenlicht. Meine Augen sind Gottes Augen. Ich sehe mit den Augen des Geistes. Ich sehe deutlich den offenen Weg,
Auf meinem Weg sind keine Hindernisse. Ich sehe deutlich den vollkommenen Plan. Für das Gehör. Meine Ohren sind Gottes Ohren. Ich höre mit den Ohren des Geistes. Ich bin widerstandslos und bin willig, geführt zu werden. Ich höre die gute Botschaft der großen Freude. Für geordnete Zustände. Jeder Plan, den mein himmlischer Vater nicht geplant hat, wird jetzt aufgelöst und aufgehoben, und die göttliche Idee tritt jetzt in Erscheinung. Nur das, was von Gott wahr ist, ist von mir wahr, denn ich und der Vater sind eins. Jeder falsche Zustand in meinem Geiste, meinem Körper und in meinen Angelegenheiten wird jetzt durch die göttliche Liebe aufgelöst und aufgehoben. Göttliche Liebe hat die mächtigste Wirkung im ganzen Weltall, und sie löst alles auf, was ihr nicht gleich ist. Für Wohlstand. Gott ist meine unendliche Versorgung, und große Geldsummen kommen rasch unter Gnade und auf vollkommene Weise zu mir. Für die richtige Arbeit. Die richtige Arbeit habe ich schon, ich leiste mein Bestes für richtigen Lohn. Zur Befreiung von allem Gebundensein. Ich werfe mein Anliegen auf den Herrn und bin frei.